Herzlich willkommen zu unserem Beitrag zu dieser schönen Veranstaltung. Mein Name ist Anker Martin. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Sunlight GmbH und habe die Ehre, mit Dirk zusammen diese Präsentation zu halten, wo es über Anbaustrategien geht. Es wird sicher ein philosophischer Teil auch ein bisschen dabei sein, bis ich sage mal eher zum hart technischen Teil, um euch einfach ein paar Grundlagen mitzugeben, die ihr sicherlich brauchen könnt. Ich würde mal eben den Inhalt präsentieren. Also ich und Dirk, wir werden uns kurz vorstellen und danach im Prinzip die Indoor versus Outdoor versus Greenhouse Debatte mal anfechten. Da seid ihr auch herzlich willkommen, um mitzudiskutieren. Allgemein, wenn Fragen sind oder so, schreit einfach rein. Wir sind die Letzten heute vor dem Abendessen. Das heißt, wir dürfen auch ein bisschen überziehen, falls es zu lange geht. Ja. Wir schauen uns Bedürfnisse, Einflussfaktoren an und debattieren Kontrolle. Danach werden wir Grundsatzentscheidungen mal uns ein bisschen betrachten. Okay, wie viel Menge soll denn produziert werden? Was ist eure Ausgangssituation? Samen versus Steckling kurz behandeln, Bruttofläche, Nettofläche, das sind so Grundlagen, die ihr einfach wissen müsst. Und auch nochmal überlegen, wie viele Pflanzen denn wir auf einen Quadratmeter stellen werden und was da sinnvoll ist. Und ganz zum Schluss denn eigentlich die Anbaustrategie diskutieren, von günstig bis praktisch. Es geht alles, es gibt so eine Budgetspanne, muss man ganz klar sagen. Das werden wir uns anschauen und dann, was ich euch definitiv mitgeben will, ist, falls ihr einen Club baut oder betreibt, die Luftfeuchtigkeit wird euer größter Feind sein und darum werde ich da mal einfach einmal kurz ein Rechenbeispiel das hoffentlich so veranschaulichen, dass ihr genau gleich Panik von der Luftfeuchtigkeit habt, wie ich auch. Über Sunlight. Sunlight wurde von mir vor 12 Jahren gegründet, also 2012. Wir waren der Pionier in der LED-Technik. Sind heute in Europa einer der führenden Hersteller in der Dachregion mit ca. 60% Marktanteil, behaupte ich mal, die Marktspitze. Wir haben Erfahrung in der Pflanzenproduktion, in der Photonik, in der Halbleitertechnik und im Anlagenbau. Das ist Erfahrung, die teilweise schon von mir aus dem Studium mitgekommen ist, teilweise ist das gewachsene Erfahrung. Wir betreiben ein eigenes Research-Labor bei uns im Betrieb. Wir haben da THC-Lizenz, dürfen eigentlich seit 2018 THC-haltiges Cannabis in Österreich produzieren und verwenden das für Forschungszwecke und sammeln Erfahrungen, die wir eben in Veranstaltungen wie heute auch gerne mit euch teilen. Was wir dabei untersuchen, ist immer das Thema Reaktion von der Pflanze auf diverse Lichtspektren, Intensitäten, UV-Versuche. Schaut da einfach bei uns auch in den Blog rein. Wir spreaden diese wissenschaftlichen Ergebnisse eigentlich immer über unseren Blog oder auch über diverse YouTube-Kanäle von Shops oder unseren eigenen. Wir produzieren automatisiert dieses Jahr circa, ja, ich würde mal sagen, um die 200.000 LED-Leuchten, die unser Haus verlassen. Wir produzieren eben automatisiert, dass das Ganze skalierbar ist und bezahlbar bleibt, trotz Produktion in Österreich und sind dadurch extrem auch kosteneffizient. Und natürlich haben wir ein eigenes Lichtlabor bei uns im Haus und alle wichtigen Werte zu messen. Warum stehe ich an sich da? Prinzipiell, natürlich würde es mich freuen, wenn der eine oder andere Club meine Leuchten verwendet. Ich sehe mich aber so ein bisschen in der Pflicht, meine Erfahrung zu teilen. Seit es die Sunlight GmbH gibt, haben wir Labore und betreiben Pflanzenlabore. Und ich bin damit schon mindestens 5-mal hart auf die Schnauze gefallen. Und mein Anliegen wäre, euch so viel mitzugeben, dass ihr nicht dieselben Fehler macht, die ich gemacht habe, damit ihr, wenn ihr eine Anlage baut, starten könnt und erfolgreich werdet. Nun darf der Dirk was zu euch erzählen, über sich erzählen. Und dann geht's, ich bin der, die Folie nicht gestaltet hat. Okay. Und bin voll dankbar, dass Martin die ganze Präsentation vorbereitet hat. Ich bin seit 95 in der Cannabisbranche tätig, drogenpolitisch aktiv, das wissen vermutlich die meisten.
Als Unternehmer habe ich erst einen Growshop gehabt und dann auch einen Großhandel gemacht, Fließtische produziert. Ich habe selber schon mal eine große Anlage illegal betrieben in Deutschland, kann ich ja jetzt sagen. Ist ja jetzt cool. Und gleichzeitig habe ich mit Canna zusammengearbeitet, Eastside Impex, Jorge Cervantes, habe für viele amerikanische Firmen Sachen gemacht über die Jahre. Und habe zum Glück in viele verschiedene Bereiche reinschnuppern können, das Handjournal mitgegründet, den Handverband ja auch mitgegründet und kann jetzt auch an einen Wust von Erfahrungen und eben auch Fehlern, großen Fehlern, kleinen Fehlern zurückblicken. Ich bin total froh, persönlich unglaublich geflasht davon, dass wir jetzt diese Chance haben. Und ich habe auch neben dem, dass wir als Drehhandel ein Großhandel für Growshops sind und als Dirks Growshop ein Growshop sind, und ich natürlich auch will, dass wir partizipieren von dem ganzen Umsatzvolumen, was da ist, will ich, dass vor allen Dingen die Gesellschaft sieht, dass wir es können. Dass wir mit der Verantwortung und mit der Chance, die wir kriegen, hier gut umgehen können. Und das ist halt nicht so einfach. Grün ist die Hoffnung. Das ist ein Buch, was ich als Jugendlicher mal gelesen habe. Das ist jetzt so aktuell wie nie. Und ich denke eben, ich will nicht die Leute dazu begeistern, zu sagen, tschakka, jeder kann eine Million verdienen, muss nichts dafür machen, sondern es ist eben ein weites Feld und wir müssen uns darauf vorbereiten, einen langen Weg zu gehen, wo man viele Fehler machen kann, wo man oft auf die Schnauze fallen kann, wo viel Geld verbrannt werden kann, wo viele Freundschaften zerbrechen können. Und das können wir versuchen, ein bisschen zu verhindern, indem wir von Anfang an professionell rangehen. Und heute haben wir die Chance, euch ein bisschen darzustellen, das ist das Thema, wie könnte eine ideale Anbauvereinigung mit 500 Mitgliedern und 25 Kilo pro Monat Output aussehen, und zwar produktionsseitig, nicht mitgliederseitig. Genau, das Mitgliederthema, ich bin es euch nicht neidisch, ich habe aktuell ca. 40 Mitarbeiter, ich fühle mich ab und zu wie im Kindergarten, muss ich ganz ehrlich sagen, ich hoffe, meine Mitarbeiter hören das nicht. Aber es ist wirklich so, also fetten Respekt von den Leuten, die denn das umsetzen werden. Da kommt richtig was auf euch zu, vor allem auch in diesem Thema Mitgliedermanagement und so weiter. Unterschätzt das nicht, aber das ist sicherlich nicht meine Kernkompetenz, wieso ich hier stehe. Stimmt. Also was ich auch noch mache jetzt und wo ich auch merke, wie es steht um die Gründerszene, wir machen Businessplan. Beratung und Erstellung für Anbauvereinigungsgründer oder GmbH-Gründer, die dann eine Anbauvereinigung als Mieter haben wollen oder mehrere. Und da kriege ich natürlich auch mit, welchem Wissensstand es gibt, wo die Probleme auftauchen und welche Themenfelder eigentlich oftmals noch gar nicht erfasst sind oder unterm Radar durchfliegen. Und die können wir heute vielleicht noch mal ein bisschen mit reinstreuen hier. Gut, dann kommen wir zum Thema. Indoor versus Outdoor versus Greenhouse. Prinzipiell, wir aus der Branche sind das Indoor-Grown gewohnt, weil es halt früher einfach illegal war. Es hat aber auch andere Vor- und Nachteile und die möchte man einfach mal nur darlegen, auch offen diskutieren, weil ich glaube nicht, dass es da richtig oder falsch gibt. Also es soll nicht rauskommen, dass Indoor der einzige Weg ist, erfolgreich zu sein. Es hat jedes System seinen Vor- und Nachteil. Wir als Unternehmen belichten auch sehr große Gewächshäuser in Holland etc. und sehen auch, dass immer Gewächshaus funktionieren kann. Aber man hat natürlich gewisse Einschränkungen. Ja. Und damit ich das Thema mal aufgreifen kann, muss ich mir mal überlegen, okay, was sind denn die Bedürfnisse meiner Mitglieder? Und da lade ich eben auch schon offen zur Diskussion ein, wie ihr das seht. Dirk, ich hätte gesagt, wir wechseln uns ab. Ich fange mal mit Qualität an. Du kannst deinen Senf dazugeben und der nächste Ding ist deinen, wo ich den reingrätsche. Alles klar. Ja. Ich sage mal, Qualität ist ein Bedürfnis eines Clubmitglieds. Wenn der von euch Gras bezieht, dann will der eine entsprechende Qualität. Der will keinen Schimmel drin. Der will das rauchen, was oben drauf steht auf der Verpackung. Und der will, ich sage mal, auch einen gewissen Bang-Effekt haben, beziehungsweise das, was er sich vom Strain erwartet, soll er auch bekommen. Das definiere ich als Qualität und sehe sehr, sehr wichtig, weil dahin wird sich der Markt entwickeln. Wir haben das in der Schweiz gesehen. Mein Unternehmen sitzt 10 Kilometer von der Schweizer Grenze entfernt. Wir haben den CBD-Boom live miterlebt. Am Anfang war die Qualität recht bescheiden und der Preis sehr hoch. Dann hat es die ersten Unternehmen getötet und dann ging die Qualität dramatisch hoch. Und diese CBD-Produzenten, die heute noch leben, sind nur die,
die ihre Qualität perfekt im Griff haben. So sehe ich das und so kann das bei den Clubs mitunter auch passieren. Das glaube ich auch, ja. Also ja, ich nehme mal die Verfügbarkeit. Oder hat jemand eine Frage zu Qualitätsanforderungen? Ist was, wo ihr schon mal reingrätschen wollt? Gut, ich nehme mal Verfügbarkeit. Also es ist ja eben genau das, wenn wir jetzt wieder Indoor versus Outdoor gucken zum Beispiel, kann ich Outdoor super produzieren, will der Gesetzgeber ja auch, so wie er es ansagt, der findet ja Outdoor total super, ne? Muss ja nur sichtgeschützt sein, eingezäunt, Hippie, super. Aber was ist denn, wenn es mir alles verhagelt und ich als Verein ein Jahr lang oder 3 Monate lang oder wie auch immer nichts habe für die Mitglieder? Wie lange halten die das aus? Wer geht da weg? Wer nicht? Was ist denn, wenn ich denen nicht 20, sondern nur 10 Gramm geben kann, weil Spinnmilben die Hälfte der Ernte verhauen haben? Ja, also wie lange kann ich meine Mitglieder bei der Stange halten, wenn ich ihnen nicht dann, wenn sie es wollen, das gebe, was sie wollen? Genau, ja. Sehe ich definitiv auch so, diese Verfügbarkeit. Es braucht eine konstante Verfügbarkeit, definitiv. Unter Reaktionsfähigkeit, der nächste Punkt, verstehe ich, dass ich sage, okay, es kommt ein neuer Strain, irgendein Amerikaner, noch sind es die Amerikaner, die den Markt beeinflussen, ganz stark. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass da Deutschland sich etablieren wird auf einem sehr hohen Qualitätsniveau. Aber es braucht Reaktionsfähigkeit. Wir sehen es im Markt, es gibt irgendwelche hippe Sorten, die kommen morgen auf den Markt und übermorgen würden sie am liebsten geraucht werden. Und wenn ihr da mitspielen könnt, dass ihr im Prinzip immer das hippe Zeug habt, neben dem anderen Zeug auch. Also wir sehen das zum Beispiel in Holland in den Coffeeshops, in Amsterdam und so, da werden die modernen Sorten verkauft. Wenn man in die Seitenstraßen geht von Amsterdam, wo die Touristen nicht so sind, oder nach Almere rausfährt, da kaufen die Leute noch dieselben Strains wie vor 20 Jahren. Also das finde ich ganz spannend. Aber eben diese Reaktionsfähigkeit, die ist definitiv auch sehr überlebenswichtig, würde ich sagen, weil wenn halt etwas und ihr das nicht, dann könnte es mitunter ja, eng werden. Ich muss reingrätschen, ja. Ist meiner Meinung nach einer der teuersten Luxusdinge, die man sich leistet. Coffeeshop in Amsterdam kann das machen. Der hat irgendwelche Produzenten irgendwo und kauft den Scheiß ein, wann er halt da ist. Ihr habt eine Produktionsanlage, die läuft. Die ist eigentlich schon eingestylt. Die hat vielleicht 1, 2 oder 3 Räume. Die hat ein Gewächshaus oder sonst was. Da sind die Pflanzen da drin, sind die Mutterpflanzen drin. Ihr habt alles aufgebaut. Ihr habt vielleicht 1000 Stecklinge pro Raum. Wo kriegt ihr die her von einem neuen Strain, der auf einmal auf dem Markt als Blüte euch den Rang abkauft? Wie schnell könnt ihr umstellen? Habt ihr einfach einen Raum fertig, wo ihr sofort was reinstellen könnt? Kauft ihr die Stecklinge für 10 Euro das Stück irgendwo ein? Ja, also ihr müsst denn ja immer weiter diversifizieren von den Räumen her, von den Größen her, weil vielleicht die Pflanze ein ganz anderes Düngermanagement braucht oder viel länger blüht und ihr es dann mit den Erntezyklen und der Isolator-Maschine nicht mehr über einen Kamm kriegt, weil auf einmal die Pflanze, ne, nicht mehr die Rhythmen hält mit den 3 Räumen, die ineinander laufen. Also ich finde es auch sehr wichtig. Es ist aber eben eines der Dinge, die sehr leicht gesagt sind, auch wir wollen 10 Sorten anbieten und immer so regionale Dinge. Guckt euch, wie ihr das erreichen könnt. Genau, ja. Also überlegt euch das, da kommen wir nachher eh dazu, wenn wir über Stecklinge und Samen reden. Oder? Die Freudigkeit mit Samen aufrechtzuerhalten ist natürlich deutlich einfacher wie mit Stecklingen. Dein Mikro geht immer wieder halb aus, ne? Ist da irgendwas? In dem Fall auf das Handgerät switchen. Wenn es euch zu sehr nervt, müsst ihr sagen, dann müssen wir einen Knochen nehmen. Ja. Oder ja. Also ich versuche mal noch weiter. Ja. Und sonst wechsle ich. Ja. Gut, Reaktionsfähigkeit, aber lassen wir es sein. Preis-Leistung ist natürlich ein Thema. Wenn ihr die schlechte Qualität für einen doppelten Preis an den Mann bringt oder für die doppelte Mitgliedsgebühr oder wie immer das auch gestaltet wird, und der Club nebenan macht das für die Hälfte, dann wird es halt mitunter auch eng. Ich glaube, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Es sollte halt irgendwo zusammenpassen. Aber wenn ich mich als High-End-Club präsentiere, dann darf ich auch High-End-Gebühren haben, meiner Meinung nach. Aber die Qualität sollte eben auch dazu passen. Ich will hier vielleicht mal reingrätschen und eins anbringen, was ich hier so ein bisschen bei jedem Punkt anbringen könnte. Und das ist die Konkurrenz. Wer ist denn eure Konkurrenz, wenn ihr eine Anbauvereinigung gründet? Schwarzmarkt, wer noch? Apotheken, wer noch? Mitglied selber, wer noch? Andere Anbauvereinigungen. Ne? Ihr müsst immer gucken, dass euer Preis und eure Leistung
eben dann auch im Verhältnis sind zum anderen. Genauso wie eure Qualität auch irgendwo besser sein muss als der Schwarzmarkt. Anders sein muss als die Apotheke. Na, also alles dieses ist ja nicht ein geschlossener Kosmos der Liebfreudigkeit zwischen den Mitgliedern und dem Verein, und sonst gibt es nichts. Das ist immer in einem Gezerre und Gefüge und Gemenge, wo ganz viele verschiedene Marktteilnehmer euch den Rang abkaufen wollen. Und ihr habt ständige Mitgliedsbeiträge, Standardabnahmemengen. Also ich habe gesagt, das ist ja nicht das Ding, tschakka, wir machen hier die Millionen ganz schnell. Also es ist eben nicht so ohne. Ihr müsst immer bedenken, wie könnt ihr die Leute wirklich binden. Es ist ein schönes Kundenbindungstool zu sagen, wir haben einen Preis, eine Leistung, jeden Monat eine Abbuchung, komm rum, hol dir dein Zeug ab, ne, und kannst vielleicht noch ein bisschen auswählen oder sowas. Aber ihr müsst halt gegen den Wettbewerb bestehen. Eure Preise und eure Leistungen müssen auch bestehen gegenüber anderen. Ja, das definitiv. Und ich weiß nicht, ob es heute schon im anderen Vortrag Thema war, aber die Werbemöglichkeiten für Clubs sind mehr oder weniger extrem begrenzt oder gar nicht vorhanden. Das heißt, die Blüte, die ihr rausgebt, das ist eure Visitenkarte. Ja. Muss passen. Einfach so. Gut. Last but not least, die Konstanz, eben die Blüte, die heute gekauft wird, die soll in 3 Monaten, wenn ich die wieder kaufe, dasselbe sein. Die soll dann nicht anders riechen, die soll nicht anders schmecken. Das ist einfach eine gewisse Konstanz, die ihr da braucht. Dirk, möchtest du da noch was dazu sagen? Oder? Ja, also Konstanz auch wieder vielleicht in der Outdoor-Bedingungen. Ne? Wie kann ich ein konstantes Material liefern, wenn ich jedes Jahr andere Bedingungen habe, wenn ich im Gewächshaus vielleicht was habe? Wie kann ich es aber auch liefern, wenn mir die Anlage ausfällt, die Klimaanlage, die Bewässerung? Ja, also auch da müsst ihr einfach nur für saubere Prozesse und langfristige Planung sorgen. Ihr müsst auch Hygiene beachten, wenn euch die Strains wegen dem Hops-Latent-Virus absterben, dann ist es auch nicht toll, dann habt ihr vielleicht auch keine Konstanz mehr. Ja, und dann kann ich vielleicht überleiten zum Portfolio. Das ist ja auch was, wo die Anbauvereinigungen begrenzt sind. Aber ich finde, das ist vielleicht auch was, was Chancen birgt. Erstens mal dürft ihr auch Samen und Stecklinge anbieten. Ihr dürft Cannabis und Haschisch in Reinform anbieten. Und das war's. Aber Cannabis ist eben, ne, alles, was Blüten ist und sonstiges. Haschisch in Reinform ist meiner Interpretation nach eben auch Weißwasser mit dann Rosinextraktion. Und das gibt zumindest mal Möglichkeiten. Ne? Eben, ihr habt das Sortiment an verschiedenen Grassorten, ihr habt verschiedene Arten der Haschischherstellung, ihr habt verschiedene Arten der dann Reinheitsgrade beim Haschisch, ihr habt nochmal verschiedene Arten der Stecklings- oder Sämlingsergänzungsprodukte oder Stecklings- und Samenergänzungsprodukte. Du hast eine Frage gehabt. Das ist nicht definiert. Also es gibt Gramm Cannabis, wenn ich reingrätsche, aber Cannabis ist Cannabis eben in der Definition die Blüten der Pflanze, und die sind getrocknet. Was ein Limit für getrocknet ist, ob das jetzt 20, 16 oder sowieso rechtsfeuchtig ist, muss die Praxis zeigen. Das wird sich dann zeigen, wenn es hart auf hart kommt. Und es ist definitiv in der Definition der erlaubten Mengen, erlaubten Abgabemengen, erlaubten Besitzmengen nicht THC-bezogen, nicht wirkstoffbezogen, wo natürlich dann die geringe Menge 7,5 Gramm genau konträr dagegen stehen. Was das heißt ist, ihr dürft 50 Gramm Cannabis abgeben an ein Mitglied pro Monat maximal, ihr dürft aber auch 50 Gramm Haschisch pro Monat abgeben an ein Mitglied, ihr dürft auch 50 Gramm reinstes Isolator oder reinstes Rosin abgeben, in der Theorie pro Mitglied pro Monat. Ein riesiger Bereich, definitiv. Gut, was sind die Bedürfnisse für euch als Betreiber? Ihr trägt das ganze Risiko für den ganzen Spaß. Ich fange mal oben an, eben weil ich es schon vorher erwähnt habe, der Respekt. Ich glaube, da sind einfach Leute dabei, die machen das aus Überzeugung. Da geht es weniger um die Kohle, was bei meinem Club sowieso stark limitiert ist. Ihr macht es, weil ihr das gerne macht vielleicht, weil ihr Respekt haben wollt. Und wie gesagt, eben von mir gibt es den Respekt jetzt schon dafür, wenn ihr das durchzieht.
Und das ist sicher eines der Bedürfnisse. Das geht auch bei mir immer wieder runter wie Öl, wenn mich jemand auf der Straße kennt oder so, hey, ich kenne dich aus dem YouTube-Video. Natürlich motiviert das und macht am Ende des Tages auch Spaß. Darum habe ich da Respekt drauf gemacht. Ja. Die Bedürfnisse, das Risiko ist vermutlich kein Bedürfnis von euch. Das ist ja eher die Risikominimierung. Und da habt ihr hoffentlich sehr viele Bedürfnisse. Und das ist ein breites Feld. Ich weiß gar nicht, wie weit ich darauf eingehen soll. Da könnte ich sehr weit eingehen von den Versicherungen, die es noch gar nicht gibt, die jetzt hoffentlich geschaffen werden, über eben dann ne, Baurecht, Mitarbeiter, Brandschutz, dann die ganzen anderen Risiken, die man ausschließen will, Konsumenten. Das heißt, ne, man muss das Produkt immer gut im Griff haben, man muss regelmäßig testen. Man will nicht, dass irgendwelche Leute das Gras rauchen und krank werden und ne, man dann auf einmal gesagt kriegt, man hat denen krankmachendes Zeug verkauft. Ist vielleicht ein kleines Risiko, aber vermutlich ne, in der absoluten Bedrohung ein großes, wenn man nicht versichert ist. Ihr müsst euch gegen Ausfall, Ernteausfälle versichern oder zumindest mal wissen, was ihr da für Risiken tragt. Auch gegenüber euren Mitgliedern immer, weil ihr seid ja eben auch hier als Betreiber, ich meine, Betreiber ist ein schwammiger Begriff für mich, also als vermutlich meinst du damit die Vorstände oder meinst du damit die abgesonderte Gesellschaft nochmal? Nee, ich meine der... Die Vorstände, die Gründungsmitglied, ja, genau. den Kernteam, ne, den, ja. Das Kernteam, ja. Dann ist, ja, habt ihr natürlich auch ein großes Bedürfnis, das Risiko gegenüber den Mitgliedern ja, abzusichern, dass die euch nicht irgendwann an die Kandare gehen. Super, es gibt ja Mikros. Vielen lieben Dank. Die Marketingstrategie in 3 Monaten muss es genauso schmecken, kann ich verstehen bei einigen Produkten. Es gibt aber einen gewissen Genussprodukt, was wir alle kennen, was nicht alle 3 Monate gleich schmeckt. Also und zwar Edelwein. Ja? Also ihr kennt ja das alle, Ernte, Jahrgang 72, wie auch immer. Also für besondere Kenner ist es beim bestimmten Wein ein bestimmter Begriff und auch bestimmte Summe Geld wert. Frage, wie erreichen wir das? Weil technisch ist es ja möglich, bei Haschisch zum Beispiel, also ist es ja unendlich haltbar, genauso wie chinesischer Tee oder so. Wie erreichen wir mit dieser Vernichtungsklausel die Entstehung von solchen Produkten überhaupt? Also wie kriegen wir 10 Jahre alten Edelhaschisch an den Markt in diesen Bedingungen? Ja, ganz einfach. Danke. Also würde ich sagen, geht. Schreib es in deinen Antrag als AV genauso rein, dass das eines eurer Einstellungsmerkmale ist und benennt die Mengen, die ihr für welche Zeit zurücklegen wollt, dokumentiert die Rücklage, macht sie sicher nach den Vorgaben und ihr seid safe. Wie gesagt, wenn ihr sagt, wir brauchen so viel Zeug, dass wir daraus 250 oder 25 Kilo Rosin machen müssen für unsere 500 Mitglieder, weil die 50 Gramm Rosin jeden Monat abnehmen, dann ist das rechtlich machbar. Dann ist das genehmigungsfähig. Das heißt, ihr könnt auch da im Material mit zeigen. Sind wir quantitativ überhaupt limitiert? Irgendwie an Pflanzenzahl, an Kilos, die wir im Keller bunkern? Das heißt, wir können auch eine Tonne besitzen. Also wenn wir die für 30 Jahre anlegen. Es ist, also wenn ihr das argumentiert kriegt gegenüber der Behörde, die euch kontrolliert, dass ihr diese Rücklage bilden müsst, weil ihr eben einen Produktionsprozess habt, der das verlangt, oder der, dann ist das gut. Wieso soll ich nicht auch ein Jahr Rücklage bilden können, eine Jahresmenge oder eine Halbjahresmenge? Was soll denn das? Also ich glaube nicht, dass diese Vernichtungsklausel so eng zu sehen ist. Die wollen schon, dass ihr wirtschaften könnt. Und man kann schon auch einen Überbestand rechtfertigen. Und man kann den ja auch dann eben wieder durch die Extrakt, also durch die Reinigung abbauen. Ja, also wenn ich 20 Kilo zu viel habe, dann mache ich daraus eben wieder Haschisch. Reinere Formen, mit denen ich weniger auf Lager habe. Dann bin ich wieder weniger Sorgen und kann es eben trotzdem noch ablehnen. Also ich glaube, ja, das ist möglich. Mein Rechtsverständnis dahingehend, obwohl ich rechtlicher Laie bin, das muss ich ganz klar sagen, ist, dass das nicht verboten werden kann. Wäre jetzt generell jegliche Veredelung im Prinzip möglich? Also nein. Nur die Gewinnung von Haschisch in Reinform. Und Haschisch ist in der Definition des Gesetzes das Harz, das vor allen Dingen in der Blütezeit, in den Blütenständen
der Cannabispflanze gebildet wird. Das heißt, in den Trichomen oder in den Harzdrüsenköpfen der Blütenstände wird dieses Harz gebildet. Und das ist Haschisch. Das heißt, das Haschisch ist nicht der Harzdrüsenkopf. Und das Haschisch sind auch keine Pflanzenteile, die beim Dry Sift dazukommen. Das Haschisch ist wirklich nur das Harz in den Drüsenköpfen. Ja, aber ich sag mal so, Butanöl, Butanextraktion? Du darfst nichts, also es ist nur mechanisch erlaubt, du darfst kein Lösungsmittel verwenden. Aha. Also ne, die Wasserextraktion, Kaltwasserextraktion ist dann eben lösungsmittelfrei, weil du einfach nur ein mechanisches Trennverfahren über Siebe machst und die Kälte ist nur quasi dazu da, dass es sich wirklich trennt mechanisch. Und das Rosimpressen ist dann wirklich nur über dieses 25 Mikron Sieb, dann wird ja auch nur das mechanische Trennverfahren von den Harzdrüsenköpfen hüllen und dem Haschisch ist gleich dem Harz. Okay, also Eishash ja, aber keine Phoenix Tears. Genau. Und nichts mischen, nichts mit dann, irgendwie Terpenen nachmischen, nichts ankleppern, keine Glycerin oder sowieso rein. Das ist alles nicht erlaubt. Aber das ist, wie gesagt, mein Rechtsverständnis. Bitte immer, ich mag vielleicht da sehr überzeugt auftreten, bin es auch selber, aber das hat nichts damit zu tun, was die Welt sagt. Das habe ich in der Vergangenheit schon mal erleben müssen. Gut, nächster Punkt wären für mich die Betriebskosten. Wir haben selber eine Anlage in der Schweiz betrieben mit 800 Quadratmeter Fläche. Es ist möglich, das Gramm für 80 Cent zu produzieren. Wenn ihr da hinkommt, dann seid ihr auch recht überlebenssicher, hat man in der Schweiz gesehen. Also die, die ihre Stromkosten im Griff haben, Prozesse im Griff haben, die können für 80 Cent das Gramm produzieren. Und wenn ich mal an dieser Schwelle angekommen bin, bin im Regelfall auch mal gewappnet, wenn es mal eben nicht so toll läuft, sage ich. Dirk, du eine Ergänzung? Nein, also nee. Okay, dann machst du den nächsten Punkt. Ja, stimmt, Mitglieder. Ihr wollt immer stille, nette Mitglieder haben, die die Mitgliedsbeiträge zahlen und nie austreten. Und genau das ist nicht der Fall. Plant also eben ne, entsprechend viel Arbeitszeit ein, um die Mitglieder glücklich zu halten. Jetzt ist der Schritt davor vielleicht sogar der, nehmt nur die Mitglieder auf, die ihr auch glücklich halten könnt. Und das ist vielleicht für mich der größte Tipp, wenn ihr eure Bedürfnisse befriedigen wollt, eine einigermaßen ruhige Firma fahren zu können. Differenziert euch, formuliert euer Profil möglichst genau, sodass dann nur Mitglieder kommen, die auch zu euch wollen und die ihr auch haben wollt. Seid euch darüber bewusst, sagt auch mal nein, ich glaube, du passt nicht zu uns. Und damit meine ich jetzt nicht nur die zwischen 18 und 21 oder sonstige Ausschlüsse, die dann einfach nur das Marktgeschehen einfacher machen, sondern ich meine generell zu gucken, was ist das für ein Mensch, was hat er für Bedürfnisse, was will der für ein Zeug, was ist seine Erwartungshaltung, werden wir den grundsätzlich zufriedenstellen oder wird er jedes Mal motzen oder zu unzufrieden sein und nicht das wollen, was wir haben. Und das geht nur, wenn ihr so euch darstellt im Rahmen des Marketing- und kommunikationstechnisch Möglichen, dass jemand eine klare Entscheidung treffen kann und ja, damit habt ihr, glaube ich, sehr viel gewonnen. Ja, und dann haben wir als letzten Punkt, wir haben ihn eh schon angeschnitten, diese Planbarkeit. Planbarkeit, ich verstehe einfach darum, wenn ihr einem Kunden was versprecht und sagt, die Sorte XY, die wird in 3 Monaten fertig sein und abholbereit, dann sollte das auch so sein. Wir sind ja selber eben Hersteller von LED-Leuchten. Momentan haben wir recht lange Lieferzeit, weil die Nachfrage extrem ist. Die lange Lieferzeit, die wird von Kunden verziehen, zu sagen, ich habe das Zeug übermorgen und dann kommt es doch erst in 10 Tagen, das wird nicht verziehen von Kunden. Also so viel kann ich einfach von meinem Unternehmen aus berichten und dafür ist die Planbarkeit für euch wirklich entscheidend, damit ihr wisst, wann wird was geerntet, wann wird was verfügbar und auch die Planbarkeit in euren Investments und Betriebskosten ist natürlich ein riesengroßes Thema. Ja, erst recht, wenn ihr plant, von klein zu groß zu gehen, müsst ihr diese Schritte antizipieren mit entsprechendem Vorlauf, weil im Endeffekt müssen ja Mitglieder zahlen und Produktionsmengen einigermaßen stabil parallel zueinander steigen. Within reason, eben, ich glaube, Rücklagenbildung, sowas ist schon möglich, aber ja, das ist eben auch Teil von Planbarkeit, dass euer Geschäft nicht am Reißbrett entworfen wird und dann so läuft, wie ihr es vorgestellt habt, sondern dass es ja eben sehr viel anders läuft und darauf müsst ihr euch auch einstellen. Ich glaube, die Abgabe haben wir noch vergessen.
Oder? Haben wir dazu was gesagt? Ja, kannst du noch mitmachen. Ja, und die Abgabe, ich weiß, also die Abgabe, wenn es jetzt die Abgabestelle ist. Ne? Ja, die Kohle, der Clubbeitrag. Genau, okay, also die Abgabe als solche ist ja, ne, eben für euch die Einnahme. Ihr verkauft nichts, ihr gebt ab. Ihr habt auf der einen Seite das Geld, was monatlich kommen muss und wo die Leute sich ja auch zu einem Betrag verpflichten müssen und auch irgendein Kontingent abnehmen. Da müsst ihr sicherlich auch nochmal Regularien einbauen, wie es vielleicht einen Urlaubsstopper gibt, wie ihr vielleicht trotzdem mal die Leute flexibel schwanken lassen könnt, auch da wieder an die Bedürfnisse der Kunden hinzugesehen. Wie findet ihr die zufrieden sind? Wie habt ihr auch wirklich dann proaktiv vielleicht ein bisschen mehr Arbeit, aber reaktiv mit den Leuten nicht so viel Stress? Und die andere Seite der Abgabe ist natürlich, wie gestaltet ihr die Abgabestelle? Ne, wo kommt sie hin? Was stellt ihr euch darunter vor? Ist es nur ein kleiner Schleusenraum mit rein, raus, tschüssi? Ist es trotzdem irgendeine Art von Erlebnis? Ist es irgendeine Art von gesellschaftlichem oder angenehmem Raum, wo man sich auch aufhalten will, wenn auch nicht konsumieren darf? Ne, also dieses Thema ist natürlich immer ein Ding. Die Abgabestelle ist meistens auch nicht günstig, ist auch in einer Kostenposition immer einfach eine, ne, dann personalintensiv, je nachdem, wie man gestaltet. Ihr müsst die Abgabestelle auch nicht 24/7 betreiben. Welche Zeiten, welche Abgabezeiten nehmt ihr? Wie viele Zeiten braucht ihr? Wie viele Abgaben werdet ihr haben pro Monat? 500 Mitglieder, 50 Gramm, dieser absurde Fall, den es niemals geben wird, oder ne? Wenn wir den durchrechnen, hieß es, jedes Mitglied zweimal im Monat mindestens kommt es, um irgendwas abzuholen. Das heißt 1000 Abgaben. Jede Abgabe, 3 Minuten, 5 Minuten, wie auch immer, 1000 mal 3 Minuten. Könnt ihr ausrechnen, wie oder wo und wann ihr die Zeiten, und ist es denn samstags früh, ist es freitags abends, ist es montags nachmittags, wollt ihr immer aufhaben, warten, sollen die Leute voranmelden, wie auch immer. Es ist auch das nicht so ohne, nicht so einfach. Kann man viel Geld reinschmeißen, viel verlieren und sehr viele unzufriedene Kunden mit Mitglieder haben. Ja, also auch da ein bisschen, ja, also gucken, wie ihr kreativ das gestalten könnt. Letzte Thema, Abgabe für mich, auch wieder Sortimentsmix vielleicht auch. Auch so Bauernkisten, Obstkisten oder sonstiges sind vielleicht auch Sachen, ne, wo es einfach nur immer wieder so Pakete gibt, die den Leuten schnürt. Und dann gibt es immer ein bisschen, ne, eben Erntehaschisch oder andere Sorten und das Standardsortiment. Also auch da ist vielleicht gar nicht die Sache, dass ihr immer sortenrein Coffeeshop-Dispensary-artig denken müsstet. Gut. Prinzipiell haben wir aber eigentlich Greenhouse versus Indoor versus Outdoor. Jetzt haben wir mal die Bedürfnisse evaluiert. Ja. Ein Teil davon oder halt der große Teil, dass ihr diese Bedürfnisse für euch selber, aber auch die Bedürfnisse für eure Kunden erfüllen könnt. Ja, wir züchten Pflanzen. Es ist am Ende des Tages knallehartes Gartenbaugewerbe. Und man kann sich mal überlegen, wieso nicht jeder um die Ecke Tomaten produziert, weil es eben schon sehr fortschrittlich und ja sehr eng ist, so eine Tomatenproduktion aufzustellen. Was ihr aber braucht, dass ihr eine gute Blüte habt, ist eine gute Pflanze, und die gute Pflanze, die braucht CO2, die braucht Nährstoffe, die braucht Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Licht. Und das müsst ihr alles kontrollieren, und darum stellen wir uns jetzt mal die Frage, okay, wo kann ich was kontrollieren? Und ich fange jetzt einfach mal mit dem CO2 an, sage ich, jawohl, ich kann prinzipiell ein Gewächshaus mit CO2 begasen. Ist in der heutigen Zeit problemlos machbar, sofern das Gewächshaus dem heutigen Standard entspricht. Also die alte Kiste, die 40-jährige kaufen und mit CO2 begasen wird eher nichts. Aber falls man mal ein neues Gewächshaus baut oder so, dann kann man die so dicht bauen, dass das Sinn macht. Im Indoor-Bereich kann ich CO2 absolut kontrollieren. Ich kann es zufügen oder einfach durch Lüften des Atmosphären CO2 nehmen. Für euch da auch vielleicht als kleine Seiteninformation, also diese CO2-Begaserei bis 1500 ppm, das ist nichts, was ich anrate im Club, weil darunter eigentlich die Qualität leidet. Jawohl, ihr könnt mehr ernten mit hohen CO2-Werten, aber die Qualität wird definitiv nicht besser, und unterschätzt das nicht. Also es ist ein Unterschied, ob ich ein CO2-Bag in ein Zelt hänge oder wirklich mit 1500 ppm arbeite. Wir haben gerade jetzt bei uns im Labor auch einen Versuch, wo wir zeigen wollen, CO2 versus nicht CO2. Ja, und der Benjamin, unser Gärtner, hat einmal den CO2-Versuch in der ersten Runde, würde mal sagen, ordentlich verkackt. Und der macht das schon eine Zeit lang. Im Outdoor-Bereich, ja, da müsst ihr damit leben, was die Natur hergibt. Die gibt 450 ppm her. Stetig steigend. Ja, stetig steigend, ja. Da spielt uns der Klimawandel bzw. Die CO2-Emissionen ausnahmsweise mal in die Hände. Aber eben unkontrollierbar im Außenbereich. Ja.
Thema Nährstoffe. Greenhouse, problemlos machbar, wenn ich auf Tischen arbeite, auch wenn ich im Boden arbeite, bin natürlich da ein bisschen limitiert. Im Indoor-Bereich sowieso komplett unter Kontrolle und draußen auch wieder nur sehr bedingt unter Kontrolle. Halt alles, was mir da ins Grundwasser runterrinnt, ist für die Pflanze nicht verfügbar. Je nach Bodenbeschaffenheit und so weiter ist das natürlich ein stark limitierender Faktor. Also da würde ich jetzt ein bisschen reingrätschen, dass man da natürlich vermutlich eher mit dem Terra Preta, Living Soil, wie auch immer Ansatz arbeiten würde und nicht mehr mit der automatischen Bewässerung und mineralischen Düngern. Das wäre so ein Gegensatz, wo ich sage, da kann man die Nährstoffe zumindest auch in einem Breitbandspektrum gut und verfügbar halten. Aber es ist eben nicht möglich, eine Kontrolle über die Nährstoffe zu irgendwie oder eine Steuerung mit den Nährstoffen zu machen. Genau, absolut, ja. Luftfeuchtigkeit, eben wie gesagt, es wird euer großer Feind sein im Gewächshaus, im High-End-Gewächshaus der heutigen Zeit. Wenn ich nach Holland in ein Gewächshaus fahre, die haben das unter Kontrolle, aber das ist ultra, was die da Technik reinstecken. Im Indoor-Bereich, wenn die Klimaanlage und alles mitspielt, unter Kontrolle. Im Outdoor-Bereich auch da eben wieder out of control. Dasselbe im Prinzip mit Temperatur. Im Gewächshaus, wenn halt die Sonne runterknallt und es hat 50 Grad im Gewächshaus. Es gibt Kühlmöglichkeiten über Wasserzerstäubung und so weiter. Die haben aber wieder Einfluss auf die Luftfeuchtigkeit. Wenn es kein ultramodernes Gewächshaus ist, müsst ihr auch da mit der Temperatur mehr oder weniger leben, wie sie ist. Ihr könnt über Lüftungsklappen lüften. Ihr habt normalerweise bei hohen Gewächshäusern Wärmepuffer, also heutzutage baut man Gewächshaus mit 7 Meter Stehwandhöhe, dass man diese Wärmepuffer hat, um das Klima etwas zu regeln, aber ich kann ein Gewächshaus nicht aufs Grad genau kontrollieren, nicht einmal in der heutigen Zeit. Im Indoor-Bereich voll unter Kontrolle, im Outdoor-Bereich eben, wie gehabt, ist es so. Es gibt aber auch viele Verfechter, die ganz klar sagen, eine Outdoor-Qualität ist die bessere Qualität, ist die natürliche Qualität. Das Argument, das darf man ruhig mal im Hinterkopf behalten. Also ich glaube, wir reden hier über Qualität in der Kontinuität und Planbarkeit, weil das ist Kontrolle und deswegen schneidet da das Outdoor immer so schlecht ab, weil da die wenigste Kontrolle möglich ist. Nochmal, ne? Das ist der Fokus hier drauf gerade. Genau, definitiv. Also es soll nicht darum gehen, Outdoor-Gras zu bashen. Es ist einfach für eure Planbarkeit und alles wichtig. Und wir hören das ja immer wieder in den Medien. Jawohl, da hat es halt da und dort gehagelt. Das sind Bauern, die machen den Scheiß schon 20 Jahre lang. Und ja, wenn es halt hagelt, hagelt es. Und dann habe ich es nicht unter Kontrolle. Und um das geht's. Und wenn ich es nicht unter Kontrolle habe, ist es nicht planbar und nicht kontinuierlich. Beim Licht, Greenhouse voll unter Kontrolle. Ihr könnt die Sonne, die gratis vom Himmel scheint, mitnützen. Ihr müsst aber, wenn ihr eine konstante Qualität im Gewächshaus haben wollt, das Gewächshaus eigentlich so belichten, wie ihr das in einer Indoor-Anlage macht. Es sei denn, ihr sagt, jawohl, ich akzeptiere, dass ich im Winter eine schlechtere Qualität im Gewächshaus liefere und eine schlechtere Quantität, dann geht das. Indoor natürlich großer Invest, aber Licht komplett unter Kontrolle. Und Outdoor kommt halt das, was vom Himmel kommt. Also auch wieder außer Kontrolle. Ich versuche das mal ein bisschen anders aufzusetzen. Ich habe auf dem Cannabis-Kompetenztagen da so ein bisschen ja auch drüber geredet. Also das ist, warum reden wir da überhaupt drüber, wenn es so klar ist, Indoor ist so viel besser irgendwie in der Kontrolle? Weil es halt ein riesengroßer Kostenunterschied ist erstmal. Ne? Man stellt sich vor, man hat ein Feld und macht da einen Zaun rum 3 Meter und macht den sichtgeschützt hin und steckt da Pflanzen in die Erde. Dann habe ich vielleicht einen Aufwand von 50 Euro pro Quadratmeter oder weniger und habe das Ding bestellt. Und lasst dann noch einen Hund rumrennen oder sowas oder stellt 2 Kinder ab, die immer beißen, wenn jemand kommt und das Ding ist bewacht. Ne? Und was, dann habe ich aber eben auf 200 Quadratmeter ne, meine Ernte, die ich dir schön einfahren kann. Das ist doch super. Und kann dann skalieren, dann mache ich das nächste Mal einen Zaun ein bisschen größer und habe mehr Pflanzen da. Geil, noch besser. Brauche ich nicht mal einen neuen Indoor-Raum. Also ne, das heißt ja eigentlich, ist es ja sexy. Warum macht man das ganzen Scheiß Indoor? Eigentlich ja nur, weil es illegal war. Jetzt können wir doch eigentlich sagen, dass ja also auch Lauterbach will oder die Politiker zum Teil, ja, das ist doch ein Hippie-Kraut, das wächst doch überall, geht doch raus, macht's doch da. Aber dann sind wir halt den Göttern ausgeliefert, wie es Leon so schön gesagt hat letzt. Und Indoor müssen wir Gott spielen. Das sind die 2 Dinger. Einmal muss man halt Kontrolle ist nicht nur geil, sondern die muss man ja auch halten. Das ist eben das. Wenn man die Kontrolle nicht hält, dann baut man richtig Scheiße indoor. Ja, und draußen gibt man die Kontrolle ab
wenn alles läuft, super, die Götter machen es, Pflanzen wachsen, schöne Ernte, freuen uns, Erntedankfest. Aber wenn halt der Hagel kommt, dann gucken wir alle doof und das Erntedankfest fällt aus. Ja, das Gewächshaus, für mich wäre das, was ich angeplant hatte, wäre auch nicht so ein voll klimakontrolliertes Gewächshaus neuesten Standards, weil das halt wirklich meinem Gefühl nach kostentechnisch fast schon gleichzusetzen ist eben mit Indoor-Produktion, sondern es wäre so ein teilautomatisiertes Foliengewächshaus mit Isolation, mit Blackout-Schirm und anderen Dingen, auch schon hohem Giebel. Das ist immer noch sehr viel günstiger, kommt man vielleicht mit 500 bis 800 Euro pro Quadratmeter hin. Ja, dann, wenn man es komplett auf dem Acker bauen lässt, so ein Tunnel, so einen hochwertigen Folientunnel, Sandwichplatten außenrum und sowieso, also das ist schon was, aber trotzdem ist man da immer noch in der Produktionsphase nur 2/3 vom Jahr maximal. Ne? Also geheizt kriegst du das Ding nicht. Da brauchst du dann wieder so ein Profi-Gewächshaus. Ne? Outdoor habe ich eine Ernte, vielleicht zwei mit Autos. Ne? Also zwei schnelle Ernten irgendwie draußen kriege ich Outdoor hin. Jetzt ist aber für mich wieder auch das Problem, was ich immer wieder sagen will, wenn ich Outdoor ernte, dann habe ich ein Riesenfeld, das haben wir in der Schweiz immer wieder gesehen, und dann haben die Bauern angefangen zu ernten und dann haben sie angefangen, Riesenhallen zu mieten, die sie aber nur 6 Wochen brauchten, weil sie da ihre 2 Hektar Cannabis unterbringen mussten, ihr CBD-Zeug, und nach 2-6 Wochen spätestens, wenn die alles durchgedödelt hatten, standen sie wieder da und wollten die ganze Halle wieder nicht mehr. Das heißt, du hast halt Peripherieräume, die dann eben nur punktuell genutzt werden können, die trotzdem vorgehalten werden müssen, ne, die ihr dann eben so ein bisschen noch mitberechnen müsst. Das heißt, es hängt, ihr habt ja nicht auf bei der Ernte, sondern dann fängt es ja an. Das heißt, auch da eben wieder zu beachten, und das haben wir hier noch, ne, in so einem Outdoor-Indoor-Vergleich nicht so drin, dass natürlich diese ganzen Sachen bei einer eingeschliffensten Indoor-Anlage, wo alles genau aufeinander abgestimmt ist, am wenigsten Überschuss, unnötig, verschwendet, nicht genutzt wird. Ne? Ja, jetzt halt bin ich Ruhe. Wie viel sind wir in Zeit? Ich habe keine Uhr. Ja, wir sind schon noch lange, also wir haben noch Zeit, aber wir alles werden klar drüber schießen. Ja. Okay, summa summarum eben, wenn ihr alle Bedürfnisse erfüllen wollt, dann wäre Indoor das Tool, ja, das ihr machen könnt. Aber wie gesagt, es gibt auch andere Wege. Es müssen vielleicht nicht alle Bedürfnisse erfüllt sein. Ich kann eine Outdoor-Qualität machen. Dafür nehme ich weniger Abgaben zum Beispiel und dann stimmt mein Preis-Leistungs-Verhältnis auch wieder. Also es soll jetzt überhaupt nicht sein, jawohl, Leute, lasst die Finger von Outdoor, überhaupt nicht. Lasst auch nicht die Finger von einem Gewächshaus, aber überlegt euch einfach, was sind meine Bedürfnisse, wo will ich hin? Mikroklima entscheidend. Wenn ihr gute Standorte habt, macht das vielleicht mit Gewächshaus. Macht es mit einem Sortimentsergänzung. Habt dann auch eine Outdoor-Sorte mit drin oder zwei. In 3-4 Jahren gibt es vielleicht auch sehr viel stabilere Genetiken. Ja, also eben, die Indoor-Anlage ist das Einzige, was ich auch den Leuten wirtschaftlich bei der Businessplanerstellung empfehlen kann. Und mein Herz blutet jedes Mal und ich wünsche mir, dass wir gucken, wie wir da eben Alternativen hinkriegen. Aber ihr müsst erst ein Fundament schaffen, was wirtschaftlich sauber fährt, und dann könnt ihr anfangen, in F&E zu investieren, was es im Endeffekt ist. Ihr könnt nicht anfangen mit F&E und denken, damit baut ihr eine vernünftige Firma auf. Gut, eben aus all diesen Gründen, sagen wir jetzt mal, und dann die Zeit natürlich nicht unendlich ist, gehen wir mal so eine Indoor-Planung grob einmal durch. Das heißt, wir fragen uns einmal als erstes die Produktionsmenge ab Samen oder Steckling, Brutto versus Netto und Bepflanzung, und gehen dann in das Thema Anbaustrategie. Da habe ich mal ein paar Zeitpläne dabei, und schauen uns mal ein paar Konzepte ganz grob an und dann eben zum Schluss die Feuchtigkeit. Produktionsmenge, wir wissen, 500 Mitglieder, 50 Gramm maximal pro Monat wären 300 Kilogramm pro Jahr. Ich habe bis jetzt immer mit dem gerechnet, ich habe aber bei den Cannabis-Kompetenztagen was anderes gelernt von der Lisa. Die hat, glaube ich, eine Umfrage gemacht und das lege ich euch auch ans Herzen, bei euren Mitgliedern eine Umfrage zu machen und die ganz, ganz kritisch zu hinterfragen, wie viel denn pro Monat abgenommen wird. Die Lisa und der Max haben das gemacht und kamen, glaube ich, so bei 22 Gramm im Durchschnitt, ja, raus, ja, also was ich ein deutlich realistischerer Wert finde. Und dann reden wir halt nicht mehr von 300 Kilo, dann reden wir halt noch von weniger als 150 Kilogramm, was euer Invest massiv verändert, was eure Betriebskosten verändert, was alles komplett verändert. Ja. Also überlegt euch das gut. Ja. Gut, und dann kann man mal durchrechnen, ich bleibe aber jetzt bei diesen 300 Kilogramm, weil der Titel, den wohlgemerkt nicht ich ausgewählt habe, du bist schuld, glaube ich dir. Der Georg schuld. Der Handverband ist schuld. Ja. Wir sind die Armen.
für 500 Mitglieder bei der vollen Abgabemenge. Eben diese 300 Kilogramm, wie viel Anbaufläche brauche ich? Ich als Profi rechne immer mit 0,5 Kilogramm auf den Quadratmeter. Das ist eigentlich recht wenig. Also bei uns im Labor, wir fahren auch Ernten mit 1,3 Kilogramm ein, aber wir fahren auch mal eine Ernte ein, wo alles schief geht und wir abbrechen müssen. Und darum rechne ich im Businessplan, und das würde ich euch auch mitgeben, nehmt diese 500 Gramm, die hören sich wenig an, aber die sind einfach realistisch. Da darf man mal auch ein Grow in die Hose gehen und ihr seid im Schnitt immer noch bei den 500 Gramm auf dem Quadratmeter. Das ist auch und nur, wenn man optimiert mit den Strains umgehen kann, wenn ihr eben wieder diversifizieren wollt und sowieso mit neuen Strains werdet ihr nicht optimale Erträge fahren. Ne? Das ist immer wieder zu beachten, deswegen ja. Genau so ist es. Also nur schon das Thema, wie viel Pflanzen stelle ich auf dem Quadratmeter, das kann euch gleich mal ein Jahr kosten, das zu optimieren. Ja. Dann ist das natürlich abhängig, wie viele Zyklen ich durchbringe. Ich sage, entweder bringe ich 4 Zyklen durch, je nach Raumkonzept, das ich habe, je nach Mithelfer und so weiter, oder ich schaffe halt nur 3 Zyklen. Bei 3 Zyklen komme ich auf eine Anbaufläche netto, die ich brauche, von 200 Quadratmeter. Bei 4 Zyklen reduziert sich das auf 150 Quadratmeter. Und mit diesen Grunddaten gehen wir mal in die Planung rein, beziehungsweise fragen wir uns vorher, okay, Steckling oder Sämling. Ich habe mit vielen Clubs schon geredet, jeder sagt, jawohl, Steckling, ganz klar, konstante Qualität und hin und her. Ich sehe das prinzipiell schon auch genauso, ich weiß aber auch, was dahinter steckt, um eine konstante Qualität bei einem Steckling zu haben und viecherfrei zu bleiben, damit nachher keine Pestizide gespritzt werden müssen. Das ist gar nicht so wenig herausfordernd. Und am Ende des Tages, wenn man mal die Keimung sozusagen rauslässt, weil die braucht kaum einen Platz, dann ist eine Samenpflanze gar nicht so viel langsamer, wie jeder immer sagt. Also auch beim Steckling braucht ihr gewisse Wegezeit. Hängt natürlich mit der Anbaustrategie zusammen. Wenn ihr Sea of Green fahrt mit 25 bis 50 Pflanzen auf dem Quadratmeter, da brauche ich sozusagen fast keine vegetative Phase. Sobald die bewurzelt sind, gehen sie in die Blüte. Jawohl, dann bin ich schneller. Die Frage ist, will man das? Durchschnittlich braucht aber so ein Durchgang, wenn ich jetzt mal von der beim Steckling ansetze, von der Bewurzelung über die Vorzucht im Plug, also das, die gibt's da nicht, denn die vegetative Phase, die generative Phase, kommen wir im Durchschnitt, das sind alles Durchschnittswerte, die bei uns aus 10 Jahren Praxis ermittelt werden oder wurden, auf 97 Tage pro Durchgang. Im Vergleich dazu bin ich beim Sämling 5 Tage langsamer. Also das ist gar nicht so viel, wie jeder meint. Habe aber den Vorteil, dass ich mitunter viel, viel weniger Aufwand habe. Ich muss keine Mutterpflanzen pflegen. Ich muss nicht selber Stecklinge schneiden. Ich komme mit weniger Pestiziden aus im Regelfall, weil immer eben, wenn ich mal Viecher habe mit der Ernte, sind die alle weg, wenn ich sauber reinige. Ja, habe aber ja diverse Vor- und Nachteile. Ich lese die einfach noch kurz runter. Ja, Steckling, wenig genetische Varianz. Wenn der von derselben Mutter kommt, sauber selektiert ist, ist ein Steckling fast wie der andere. Habe dadurch eine gleichbleibende Qualität, etwas kürzere vegetative Phase. Und die Quantität und Qualität ist planbar, wenn ich diesen Strain kenne. Und wenn die Mutter, ich sag mal, nach spätestens 9 Monaten auch verjüngt wird. Was ist der Nachteil? Ich habe weniger Ertrag pro Pflanze, das ist einfach so. Ich kann dafür aber mehr Pflanzen stellen, also ich kann das kompensieren. Ich brauche eben mehr Pflanzen. Ich habe ein höheres Krankheitsrisiko, weil halt die Mutter alt wird. Ich habe weniger Flexibilität, eben darum habe ich vorher diese Flexibilität und Reaktionsfähigkeit erwähnt. Ja, bis so eine Mutter schnittbereit ist, vergehen gut und gerne mal 3 Monate und dann habe ich eigentlich noch nicht einmal ausselektiert. Also ihr seid da einfach viel träger in der Reaktion und ihr habt einfach viel höheres Risiko für Schädlinge etc. Beim Sämling der Vorteil, wenig Risiko für Schädlinge, also der Hopfenvirus, latente Hopfenvirus, ist leider auch mit Samen übertragbar. Es gibt da mittlerweile Studien mit UVC-Belichtung, die mal zumindest behaupten, dass sie den Hopfenvirus töten, ich weiß es nicht. Ihr habt da maximale Flexibilität, wenn morgen ein neuer Strain auf den Markt kommt und euer Raum ist gerade leer, dann steht übermorgen die Pflanze drin, beziehungsweise poppt ihr den Samen. Ihr seid einfach viel, viel reaktionsfähiger. Ihr habt mehr Ertrag pro Pflanzen.
Ihr habt viel, viel weniger Risiko für Krankheiten, aber 10 Samen von einer guten Samenbank oder ein guter alter Strain ergibt 10 ähnliche oder gleiche Pflanzen im Idealfall. Wenn ich mir aber den heutigen Samenmarkt so ansehe, heißen 10 Samen eher mindestens 5 verschiedene Phenos und da ist von super gut bis grottenschlecht alles dabei. Beispiel aus der Praxis, wir hatten von einer recht bekannten Samenbank ein Testgrow gemacht, um selber zu selektieren. Beste Pflanze am Tisch, von 10 Pflanzen 480 Gramm, schlechteste Pflanze am selben Tisch unter denselben Bedingungen 38 Gramm. Riesiger Spread. Ja, wenn ihr Pech habt, habt ihr halt 10-mal die 38er Pflanze, dann wird auch nichts mit den 500 Gramm pro Quadrat. Längere vegetative Phase, eh schon angesprochen, und die Quantität und Qualität ist eben durch diese Stecklingsvariante oder diese Samenvarianz nicht ganz so gegeben. Generell habt ihr Samenpflanzen, die werden auch größer, da habt ihr ein recht großes Delta vom Masterbud zum unteren, bei uns in Österreich nennt man das Gfiesel, zum unteren Popcorn, das ist nicht die gleiche Qualität wie oben bei dem Zeug, was in Licht ist. Was könnt ihr euch aber überlegen bei Stecklingen? In Österreich gibt es sehr gute Stecklingsproduzenten, aber auch es gibt, ich schätze mal 200 Produzenten, davon würde ich, wenn man mich fragen würde, heute 3 bis 4 empfehlen, alle anderen nicht. Also hab natürlich auch nicht alle getestet, also bitte nicht böse sein, wenn da vielleicht jemand nicht empfehle, den ich nicht kenne. Ihr könnt Sämlinge auch vorgezogen kaufen, Stecklinge eben bewurzelt zukaufen. Was ich ganz spannend finde, sind Cuttlinge zukaufen. Das heißt, ich kaufe ein unbewurzelter Steckling. Den nehme ich im Plastikbeutel, gehe ich zum Stecklingsproduzenten, hole mir für wenige Cent, also im professionellen Bereich zahlt man für unseren Cuttling, ich glaube 5 Cent, nehme mir das mit, stecken selber in Würfel, bewurzle ihn selber und dann bin ich eigentlich schweinebillig, ich bin reaktionsfähig, ich kann mit einer gleichbleibenden Qualität arbeiten und habe den ganzen Aufwand rundherum mit der eigenen Mutterpflanze nicht, muss allerdings meinem Stecklings- oder Cuttlingslieferanten vertrauen. Genau, das ist die Knack. Aber es ist wirklich das Ding, in Thailand, in Amerika, die meisten Produktionsbetriebe haben keine eigene Mutterpflanzenproduktion, sondern sind dann in Lizenzvereinbarungen mit bestimmten Lieferanten, wo sie sich aber gegenseitig sehr binden. Das heißt, auf der einen Seite heißt es, du machst keine Mutterpflanzen, da besteht der Lieferant auch drauf, weil er die Genetiken liefert. Gleichzeitig source der Lieferant die Genetiken und garantiert dem Produzenten immer natürlich Freiheit von Pathogen A, B, C. Ja, also das ist aber was, ja, Risikoverschiebung. Ich finde es auch super. Ich glaube, das wird sich sehr durchsetzen, weil eben dieses Mutterpflanzen oder auch Vorziehen von Sämlingen und sowieso einfach nochmal ein komplett anderer Arbeitsablauf ist als die Produktion selber. Genau. Am Schluss noch Synthetic Seeds oder In Vitro kommt immer mehr im professionellen Gartenbau schon lange angekommen. Da schneidet niemand Stecklinge, das kommt alles aus dem Reagenzglas. Behaltet das im Hinterkopf, also vor allem In Vitro, weil ihr mal eine ultra geile Genetik habt. Es gibt In Vitro Labore in Österreich aktuell, die das anbieten, aber die wird es recht bald auch in Deutschland geben, denke ich, wenn es es nicht schon gibt. Die konservieren euch das Ding. Also ihr könnt da ein Stück von der Pflanze, schickt ihr ein oder ein Steckling und dann habt ihr für immer und ewig Zugriff auf diese Genetik und könnt da aus der einzelnen Zelle wieder eine neue Pflanze erschaffen, die garantiert schädlingsfrei und krankheitsfrei ist. Ja. Synthetic Seeds ist im Prinzip dasselbe. Also man nimmt einen Zellhaufen, friert den ein und kann daraus dann wieder neue Pflanzen produzieren oder neue Mutterpflanzen. Also informiert euch darüber. Das ist eine recht spannende Sache. Vor allem, wenn wir wieder von Planbarkeit und konstanter Qualität reden. Auf jeden Fall. Also das kann ich auch jedem, der so ein bisschen denkt, er will in Genetiken reingehen oder selbst auch züchten und nicht nur anbauen. Informiert euch frühzeitig. Testet eure Strains, wenn ihr irgendwas habt, wo ihr sagt, damit wollt ihr arbeiten. Wenn die jetzt noch pathogenfrei sind, investiert in so eine Datenbank. Gut, das zum Thema Stecklinge und Samen. Thema Bepflanzung, auch da wieder einfach nur Zahlen aus der Praxis. Am Ende des Tages muss ich euch sagen, es ist fast scheißegal, ob ihr mit einer Pflanze auf einem Quadratmeter arbeitet
oder mit 25, das ist Geschmackssache. Es ist extrem abhängig von der Genetik an sich. Also es funktioniert nicht mit jeder Genetik mit 25 Pflanzen und umgekehrt. Am Ende des Tages, ich habe Punkte vergeben. Was wir immer empfehlen, das Top-Volumen ist immer um die 80 bis 100 Liter auf den Quadratmeter. Wenn ihr 25 Pflanzen nehmt, habt ihr 100 Liter Erde auf den Quadratmeter, sofern ihr mit Erde arbeitet. Wenn ihr 4 Pflanzen nehmt, habt ihr auch 100 Liter Erde auf dem Quadratmeter, also dementsprechend größere Töpfe. Es kann sein, dass eure Anbauumgebung, zum Beispiel durch limitierende Höhe, euch da die Auswahl ein bisschen einschränkt. Wenn ihr nicht mindestens 3 Meter Raumhöhe habe, dann wird es mit einer Pflanze schwierig. Nicht unmöglich, aber schwierig. Dann schauen wir die Kosten an für Erde, Koko etc. Die sind bei allen gleich, wie gesagt, weil alle immer gleich viel Erde verwenden. Bei Samen und Stecklingen habe ich natürlich, wenn ich 25 Pflanzen nehme, deutlich höhere Kosten dafür. Bei einer Pflanze die geringsten Kosten. Ich habe eine Gießanlage, jeder Tropfer kostet ein bisschen Geld. Wenn ich viele Pflanzen habe, brauche ich viele Tropfer, ein bisschen ein besseres System. Bei einer Pflanze eher weniger. Der Aufwand für die Bepflanzung, es ist natürlich viel weniger Arbeit, wenn ich nur eine Pflanze auf einen Quadratmeter mache statt 25. Beim Ernten ist es allerdings umgekehrt, also diese kleinen 25, also bei 25 Pflanzen ernte ich ein paar Gramm von einer Pflanze. Es ist aber eine extrem homogene, gute Qualität, weil die Pflanze nicht hoch ist und ist extrem rasch und zackig geerntet. Homogene Qualität eben, desto mehr Pflanzen, desto homogener wird es im Regelfall. Vegetative Phase, desto mehr Pflanzen, desto kürzer meine vegetative Phase. Da brauche ich natürlich bei einer Pflanze deutlich länger. Schimmelrisiko, auch ein Vorteil eigentlich für viele Pflanzen. Ausfallsrisiko, wenn von 25 eine ausfällt, merkt ihr das nicht. Wenn von einer eine ausfällt, ist ein Totalausfall. Gesamt habe ich dann mal Punkte bewertet und wir sehen eigentlich, dass das alles im ähnlichen Range spielt. Nehmt da einfach mit, das ist wirklich extrem genetikabhängig, mit wie viel Pflanzen ihr pro Fläche arbeiten könnt. Wir haben in der Schweiz neue Genetik, hat im Regelfall 2 bis 3 Durchgänge benötigt, bis wir wussten, wie viel Pflanzen stellen wir auf den Quadratmeter, um eine perfekte Qualität und Quantität zu erreichen. Es dauert einfach Zeit. So, was ich da noch reingrätschen will, ist, erstens mal die 16 fehlt. Habe ich halt nicht berücksichtigt, sorry. Zweitens mal, was das heißt, ist, dass eure Anbauanlage, eure Produktionsanlage flexibel sein muss, was die Pflanzplätze angeht. Wenn es genetikabhängig ist und ihr Sortimentswechsel auch mal machen wollt, müsst ihr in der gleichen Anlage vielleicht mal 4, vielleicht mal 9, vielleicht mal 16 oder 25 Pflanzen unterbringen können. Ne? Bei einigen Systemen ist das leicht machbar, bei anderen nicht. Und vielleicht muss man auch nicht von einem zu 25 gehen können, aber wenn man zumindest mal weiß, man kann zwischen 4 und 9 wechseln, ist das schon viel wert. Definitiv, ja. Also wir haben das bei uns im Labor einfach so gelöst, wir gießen mit Tropfsystemen. Ich habe eine Zentralleitung, kann mir da eigentlich so viele Ventile reinstechen, die wohlgemerkt ein paar Cent kosten. Bin ich recht schnell, recht flexibel, habe es gehört, definitiv berücksichtigt und geht eben auch nicht mit jedem System. Genau. Lichtplanung beziehungsweise eigentlich ist die falsche Überschrift, der Grundbegriff Netto- und Bruttofläche. Ihr seht oben 2 Räume im Grundriss, jeder Raum hat eine Bruttofläche, also wir reden, dieser Raum hat eine gewisse Bruttofläche, die ist aber nicht wie die Nettofläche. Die Bruttofläche ist die ganze Fläche des Raums, in beiden Fällen sowohl links als auch rechts 65 Quadratmeter. Auf der linken Seite haben wir das mit fixen Tischen geplant, also Tisch, Gang, Tisch, Gang, Tisch, Gang und haben da natürlich das Problem, dass wir extrem viel Fläche an die Gänge verlieren. Das kann mit Rolltischen oder Schiebetischen, die der Standard in jedem Gewächshaus sind, gelöst werden, das Problem. Das heißt, ich habe einen Tisch und kann den bis zu 30 oder 40 Zentimeter nach links oder rechts verschieben. Also ich habe einen fix angedübelten Tisch, der steht nicht auf Rollen, sondern nur oben der Belag, der lässt sich verschieben und dann schiebe ich mir meinen Gang einfach nur frei, sozusagen, wenn ich darin arbeiten muss. In so einer Registratur. Das bedeutet. Frage aus dem Publikum. Entschuldigung. Sorry für die Unterbrechung.
dieses Konzept mit Tischen, ist das wirklich die optimale Lösung oder gibt es da Alternativen? Also meine Idee, die ich da im Kopf hatte, war herausnehmbare Pflanzen. Also dass man die für die Pflege rausnimmt, also um sonst eigentlich so wirklich reihenweise ohne irgendwelche, naja, Durchgänge etc. pp. hat. Also du meinst auf dem Boden stehend? Ja, also das ist in dem Moment egal. Ich meinte grundsätzlich mobile Pflanzen. Aber die können ja hier mobil sein. Eben, also du hast auf dem Tisch immer noch deine Töpfe stehen und verschiebst dann den ganzen Tisch, könntest aber trotzdem im Prinzip jeden Topf einzeln noch bewegen bzw. rausnehmen. Also die Tropfer sind nur reingepikst, ne? Also die klassischen. Und ja, dann kannst verstehe. Die Pflanze eben raus. Also solange du keine Netze hast, ne? Also solange du kein Tragenetz hast, dann kannst du auch die Pflanzen ja nicht mehr bewegen. Gut, ja? Selbstverständlich. Ja. Also ich sage prinzipiell, im normalen Gartenbau ist das eigentlich Stand der Technik, aber auch da gibt es unterschiedliche Systeme. Teilweise, es gibt auch Mobiltische. Also ich sage, wenn ich mal 10 Hektar Gewächshaus habe, dann kommt nicht mehr der Gärtner zur Pflanze, sondern die Pflanze zum Gärtner. Meinte ich, ja, genau. Das kann man machen. Ist eine Budgetfrage und muss ich aber sagen, da ja diese Clubs nicht 10 Hektar groß werden, würde ich persönlich das als Überinvest sehen, aber natürlich kann man das machen, so Mobiltische auch zu verwenden. Aber von einem Club sehe ich, wie gesagt, eigentlich die Schiebetische als das Must-Have, was auch investitionstechnisch gar nicht so teuer ist. Also da reden wir, ja, könnte mal als Schätzung so um die 100 bis 120 Euro pro Quadratmeter Tischfläche kalkulieren. Es gibt zwei Hersteller in Deutschland, glaube ich. Mal einer fix in Deutschland, das ist Knecht. Der zweite ist Otte. Weiß ich nicht, ob der in Deutschland ist oder keine Ahnung. Entschuldigung, anknüpfen kann die Frage. In Anbetracht der CO2-Verwendung und ja, sonstiger Faktoren, ist in diesem Konzept eher die Pflege der Pflanze direkt am Tisch vorgesehen? Oder, aha, das heißt, die werden nicht rausgenommen, rausgetragen und in einem gemütlichen Raum am gemütlichen Tisch? Nee. Also wirklich die Pflege gemütlich im Raum am Tisch gedacht. Gärtnern ist nicht gemütlich. Gut. Also wir haben jetzt im Prinzip dieses Schiebetischsystem und das ist total spannend, wenn ich einen fixen Tisch montiere oder einfach die Pflanzen am Boden stelle, da brauche ich ja auch wieder Gangflächen dazwischen. Dann komme ich auf eine Nettofläche von 36 Quadratmeter. Im selben Raum mit Schiebetischen kann ich 48 Quadratmeter Nutzfläche erzeugen. Also das ist definitiv eben ein recht spannendes Invest. Ein Tisch hat auch den großen Vorteil, wenn ihr an einer Gießanlage hängt, habt ihr immer das Thema, manche Pflanzen trinken weniger wie andere. Das heißt, ihr habt Drainagewasser und mit dem Drainagewasser müsst ihr auch umgehen können. Wenn ihr einen Tisch habt, dann rinnt es in den Tisch und vom Tisch in Ablauf und ist weg. Wenn es am Boden steht, dann habt ihr vielleicht einen Bodenablauf, vielleicht auch nicht, aber dann wird es halt da unten feucht mit der Zeit und dann wird es ja, das Paradies für allerhand Schädlinge. Weiters ist es aus Sicht der Belichtung auch mega interessant. Wir als Lichthersteller oder die Menschen, die das Licht auslegen und designen, haben einfach ein Problem damit, eine Fläche exakt zu belichten. Also technisch zwar machbar, nur dem muss die Höhe auf einen Millimeter immer exakt hundertprozentig passen, was in der realen Welt einfach nicht möglich ist. Wenn ich mir das belichtungstechnisch ansehe, dann habe ich beim linken Raum ohne Schiebetische eine Leistung für die Belichtung von 14,3 Kilowatt, das ich da benötigen würde, circa 400 Watt auf einen Quadratmeter und würde damit circa 900 Mikromol beziehungsweise 890 Mikromol auf einen Quadratmeter pro Sekunde erreichen. Bedeutet, ich setze 0,45 Watt pro Mikromol Lichtintensität ein. Dasselbe Spiel mit den Schiebetischen, durch das, dass ich natürlich 33% mehr Fläche im Raum habe, brauche ich auch mehr Strom. 19 Kilowatt, selbe Licht für dieselbe Lichtintensität von 397, dieselbe Leistung pro Quadratmeter von 397 Watt, ergibt aber statt 890 970 Mikromol auf dem Quadratmeter. Aber ich habe da also eigentlich für denselben Strom deutlich mehr Licht, beziehungsweise in anderen Worten, ich brauche nur 0,41 Watt pro Mikromol auf dem Quadratmeter, was eine Einsparung von 10% ist, zum einen im Invest
und zum anderen im Prinzip in den Stromkosten. Und mit diesen 10% sind diese paar Tische eigentlich schon finanziert, muss man mal so sagen. Möchtest du noch was dazu sagen, Dirk? Nö. Gut, also das mal Grundbegriff, genau. Nur dass es gehört hat, es gibt Brutto-Netto-Fläche. Wenn ihr irgendwo anfragt, ob ihr irgendwelche Technik, dann werdet ihr recht schnell einmal mit dieser Frage konfrontiert, wie groß denn euer Raum netto und brutto ist. Ja, absolut, genau. Was ich dazu sagen kann, generell, das ist beim Grow-Raum noch am besten optimierbar. Alle anderen Räume werden mehr Brutto-Netto-Flächenverhältnisse haben. Also da wird die Brutto-Fläche oftmals noch viel schlimmer sein, noch viel mehr sein. Plant es ein dabei, dass ihr Wege braucht, Verkehrswege, die groß genug sind, um Tische lang zu schieben und zwischenzulagern. Ja, also die Brutto-Fläche wird oftmals unterschätzt im Verhältnis zur Nettofläche. Gut, ich habe mir mal überlegt, also ich habe schon ein paar so Seminare gemacht, die sind eigentlich auch deutlich länger normalerweise, aber wir chippern da schnell durch. Ich habe mir überlegt, okay, was ist die billigste Möglichkeit, um einen Grow-Raum oder einen Club zu bauen? Und die billigste Möglichkeit, ich baue einen großen Raum. Wir wissen ja, wir brauchen die 200 Quadratmeter Nettofläche, um unsere Produktion zu machen. Das heißt, ich baue einen Raum mit 200 Quadratmeter und alles, was mit Pflanzentrocknung und Weiterverarbeitung zu tun hat, mache ich in diesem Raum. Und dann habe ich mir im Prinzip die Zahlen, die wie gesagt bei uns aus der Erfahrung kommen, angesehen und gesagt, jawohl, in diesem Raum werde ich bewurzeln, das dauert im Durchschnitt 13 Tage. Ich werde pflanzen. Ich habe das mal als erstes nur mit einem Mitarbeiter oder Clubmitglied gemacht. Also es sind 200 Quadratmeter Growbar mit einem Menschen. Das geht. Aber es hat natürlich seine Tücken. Haben wir das alles durchgerechnet mit den ganzen Durchschnittszahlen, kommen auf eine Dauer von 189 Tagen, an Nettoflächenbedarf von 200. Aber weil ich im Prinzip fürs Trimmen, und ich glaube nicht, dass ihr maschinell trimmen werdet, weil das die Qualität einfach sehr negativ beeinflusst. Das heißt Handtrim. Wenn ihr alleine einen 200 Quadratmeter Raum trimmt, dann sitzt ihr 60 Tage im Trimraum. Euer Trimraum ist der Trockenraum. Und darum geht sich dieses Modell im Prinzip nicht aus. Oder? Einfach wegen der Trimmerei. Ihr macht ja alles in dem Raum. 60 Tage steht der Raum leer. Macht keinen Sinn. Ich wollte es aber nur mal zeigen. Wäre die billigste Möglichkeit. Wir haben eine Zwischenfrage. Hallo, erstmal Dankeschön für eure Zeit. Ich hätte noch eine allgemeine Frage zur Finanzierung. Sie haben vorher gemeint, dass 500 bis 800 Euro pro Quadratmeter im Greenhouse nötig sind. Und vorher ungefähr 100 bis 200, habe ich das soweit richtig verstanden, bei Indoor-Anbau? Nee, ich glaube, ich habe so als ganz grobe Hausnummer in den Raum geworfen, dass man 100 Euro pro Quadratmeter braucht Outdoor. Indoor haben wir bis jetzt noch gar nicht beziffert. Das würde mich gerade interessieren, das wäre die Frage. Vielen Dank. Ja, also ich meine, da ist auch der Spread riesengroß, oder? Aber ihr sagt, das fängt eigentlich so bei 1500 Euro an, dann habt ihr aber nichts wahnsinnig Cooles. Und das hört bei 4.000 Euro der Quadratmeter auf. Also nichts, was es nicht gibt, nichts, was nicht funktioniert, was ihr euch einfach bewusst sein müsst, ist, was kaufe ich da? Wenn ihr 1.500 Euro pro Quadratmeter Anlage kauft, dann dürft ihr nicht erwarten, dass das perfekte Ding ist. Es ist einfach so, die Technik kostet Geld und ihr kommt hoffentlich auch an den richtigen Anbieter, der euch auch da richtig berät. Aber eben, das ist auch ein bisschen unser Job jetzt da oben, das Thema ein bisschen zu thematisieren, kommen wir später auch nochmal dazu. Ja. Selbe Modell, nur mit 4 Mitarbeitern. Was wird beeinflusst? Die Bepflanzung ist natürlich nur noch ein Viertel der Zeit, 3 Tage statt 12 Tage. Die Ernte, die Töpfe entfernen, ist statt 4 Tage nur noch 1 Tag. Also mit Ernte meine ich, ich schneide die Pflanze ab, hänge sie auf und räume den Topf aus dem Raum. Ich bin in der Reinigung schneller, weil ich das mit 4-mal Manpower mache und beim Trimming natürlich massive Einkürzung und sehe denn, dass ich in diesem einen 200 Quadratmeter Raum eigentlich meine Gesamtjahresproduktion von 300 Kilogramm ums Arschlecken nicht erreiche, aber wenn man ein bisschen mehr Spielraum reinbringt, kann man schon sagen, jawohl, das geht sich richtig knapp aus, dass ich in einem 200 Quadratmeter Raum 300 Kilogramm mit 4 Mitmenschen produziere. Also jetzt, ne, das heißt, du hast 129 Tage, jetzt rechne ich mal selber doof nach, das heißt, drei du sagst Durchgänge. Wir haben vorhin gesagt 500 Gramm pro Quadratmeter, dann sind wir 3 mal 100 Kilo und dann hätten wir es also gerade so nach Hause gejuckelt. Brauchen ein paar Tage länger, um die 300 Kilo. Ja.
Gut, und dann haben wir überlegt, okay, ja. Ja, 8 Stunden, 5 Tage die Woche. Das ist dann, also ich habe da Mitarbeiter reingeschrieben, richtig wäre es Mitglieder, und da ist der Dirk sicher deutlich tiefer drin wie ich. Also genau, also ich glaube, erstmal an alle, bevor ihr fragt, voll geil, danke, dass ihr fragt, aber lass uns die Zeit geben fürs Mikro, dann kannst du euch auch für die Aufnahmen nachher drin sein. Deine Frage, ich schwamme jetzt ein bisschen, ich weiß nicht, ob Markus oder Johannes hier sind, die hocken draußen, weil es schön kühl ist. Also es gibt eben die Vorgabe, dass die Direkte sind am Trinken. Ja, genau. Dass die Mitglieder ja nur 580 Euro kriegen dürfen und dafür geringfügig beschäftigt, oder 535, 538. Trotzdem können wir jetzt mal davon ausgehen, dass die meisten Arbeiten hier auch anbaufern definiert sein könnten. Und da können wieder normale Menschen mit betraut werden, weil ne, eben diese produktionsvegetative Phase ist sowieso, da steht man ja nicht nebendran und sagt Wachs, 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 sondern das ist ja die lange Zeit, die dann wirklich noch da ist, und das Wegschneiden oder das Desinfizieren, das Rausräumen, das ist dann schon wieder nicht mehr oder anbaunah, so würde ich es eben wieder als Laie deuten, und entsprechend können wir hier einfach mal von Manntagen oder von Mitarbeiterzahlen reden, auch wenn es vielleicht in der Wahrheit so aussehen würde, dass es nur 2 Mitarbeiter sind und nochmal 8 geringfügige Beschäftigte, die aber vom Pensum her genau das Gleiche leisten würden. Also 200 Quadratmeter wäre möglich. Großer Nachteil natürlich, das Gärtnern an sich, es ist viel weniger spannend, wie ihr euch das vorstellt, Punkt 1, und es ist eigentlich viel weniger Arbeit, weil wenn die Pflanzen mal drin stehen, dann stehen die, dann bekommen die vielleicht noch einen Lollipop, die werden täglich vielleicht kontrolliert. Aber vergleicht das nicht mit einem Homegrow, wo ihr 3 Stunden vor jeder Pflanze sitzt und euch überlegt, ah, das Blatt, das könnte ich vielleicht noch wegschneiden, diese Romantik, das wird alles verfliegen. Ihr rauscht da durch, schaut, sind Viecher da? Ja, nein. Wenn ja, tut ihr was dagegen. Aber das Gärtnern ist wenig Arbeit, wie gesagt. Das bedeutet für euch, jawohl, wenn die Pflanzen mal drinstehen, dann macht es ein Mensch locker. Und dann, wenn geerntet wird, dann hättet ihr am liebsten so viele Menschen wie möglich, die euch dabei unterstützen. Es ist immer dieses Hoch, Runter, Hoch, Runter. Und das auch wieder deswegen eine Produktion, wo möglichst häufig geerntet wird. Entschuldigung, wenn ich reingrätsche, da habt ihr einfach einen besseren Fluss. Wenn ich alle 2 Wochen ernte, habe ich fast immer die gleiche Arbeitsbelastung pro Woche oder ne, alle 2 Wochen und bin mehr in einem Fluss drin, als wenn ich eben nur einmal anbaue, einmal ernte und wieder nur anbaue. Genau, oder? Und stellt euch vor, ihr plant die Ernte und sagt, jawohl, ich brauche zur Ernte bitte 10 Leute, die mir beim Trimmen helfen. Dann haben die keinen Urlaub. Ja, die Praxis ist meistens anders. Es kommen halt vielleicht nicht 10. Genau, nur richtig, 8. Richtig. Und wenn man geerntet hat, das ist keine geile Arbeit. Ein Mikro für die Frage da wieder mal. Müsste ich durchrechnen, habe ich jetzt nicht so im Kopf. Aber können wir nachher schnell die Rechnung anstellen, prinzipiell. Also man könnte es ja da herausrechnen, aber ja. So gut bin ich jetzt nicht im Kopf. Dann habe ich mir überlegt, okay, in 200 Quadratmeter geht's, aber eben eine knappe Geschichte. Was ist der günstigste Raum, den ich dazu bauen kann, um effizienter zu werden? Und das ist eigentlich meiner Meinung nach der Trimraum. Trimraum könnte dieser Raum sein. Im Idealfall hat er Absaugung und so. Und schauen wir mal, was das Arbeitsrecht dann sagt, weil das ist eine recht staubige Angelegenheit. Vielleicht wird es da kritisch. Aber ich sage, das ist ein Raum, der ist sehr günstig. Also jede Bürofläche würde sich theoretisch als Trimraum eignen. Darum sage ich, okay, der nächste Raum, den ich plane dazu, ist ein Trimraum. Durch das kann ich parallel trimmen, also ich bin schon wieder in der Bewurzelungsphase und so weiter und kann parallel daneben trimmen, und dann lässt sich mit meiner 200 Quadratmeter Anlage plus 24 Quadratmeter Trimraum die 3 Arten problemlos produzieren, und ich habe meine 300 Kilogramm, und das wäre eben das kostengünstigste Modell, was die Investitionskosten anbelangt. Definitiv nicht das Modell, was ich euch empfehle, aber überlegt einfach so, jawohl, einen Blüteraum, den braucht ihr einfach, und die ganzen Zusatzräume könnt ihr machen, müsst ihr nicht machen. Und bevor ihr beim Blüteraum spart und dafür, keine Ahnung, einen Trockenraum baut, der auch recht teuer ist, wäre es vielleicht eben die Überlegung, mit den nächstgünstigen Räumen anzufangen,
und das weiter zu planen, je nach Budget. Eine Frage? Eine kurze Frage nur hier. Trimmt man bei euch mit der Hand? Gibt es dann ja, also okay. Wir trimmen vor maschinell, aber auch mit einer so Handmaschine. Wir haben nicht, also ich habe mindestens 15 unterschiedliche Trimmer probiert. Das Problem beim Trommeltrimmer und so weiter ist, das funktioniert recht gut im Nasstrimmverfahren, also wenn ich nass trimme. Aber Nasstrimme, also das Trocknen der Blüte, sollte an der Pflanze passieren. Wenn ich das an die Blüte einzeln trockne, verliere ich extrem viel Geschmack und Qualität. Und darum sage ich, okay, Nasstrimmen maschinell, ja, aber dann muss ich die einzelne Blüte haben, da vernichte ich so viel Qualität, dass ich sage, nein, lass ich sein. Wir trocknen vor. Ich sage immer, außen crispy, innen wet. Also du musst den richtigen Grat erwischen. Und wenn du den hast, dann kannst du maschinell vortrimmen, aber mit so einem Handkurbelgerät, wo ich einfach das ein bisschen softer und mehr Kontrolle habe. Und dann nehme ich es raus und trimme von Hand nach. Jede scheiß einzelne Blüte. Also das macht richtig wenig Spaß, muss ich sagen. Was ich noch dazu sagen will oder fragen würde, die komplett Zukauf von Stecklingen oder Sämlingen ist für dich quasi nicht der erste Schritt gewesen. Wäre theoretisch ein erster Schritt, definitiv hätte ich genauso beleuchten können. Ja, habe ich aber ehrlich gesagt nicht dran gedacht, aber definitiv, das wäre auch eine Option, weil dann spare ich mir auch wieder Zeit. Ja, auch das eben, ne? Also Zukaufen von Sämlingen, Stecklingen kann man sich auch viel sparen und trotzdem in einem Raum sehr viel machen. Das ist im Endeffekt das, was wir früher gemacht haben im illegalen Raum, da hat man auch nicht sich die schöne Peripherie aussuchen können. Gut, in meinem Beispiel, also jetzt haben wir immer noch einen 200 Quadratmeter Blüteraum, in dem wir fast alles machen. Wir haben einen Trimmraum, wir haben unsere vier Helfer. Was adde ich als nächstes, um das Ganze effizienter zu machen? Ich sage, okay, ein Wegi-Raum zum Beispiel. Es könnte natürlich auch ein anderer Raum sein. Wie sieht es dann aus mit der Zeit? Ich habe durchschnittlich alle 85 Tage kann ich eine Ernte einfahren und alles andere läuft dann parallel dazu. Also da bin ich sehr, sehr viel effizienter, habe aber immer noch einen recht hohen Nettoflächenbedarf von 232 Kilogramm. 232 Quadratmeter. 232 Quadratmeter. Circa 5 Quadratmeter. Ich könnte da, und da kippt das Ganze jetzt schon darüber nachdenken, weil ich ja diese 85 Tage, da bringe ich schon fast vier Durchgänge durch, oder bringe ich eigentlich durch, da kann denn der Blüteraum auch schon kleiner werden, weil ich den nicht kontinuierlich nütze. Das ist aber genauso, ich sage mal, am Knickpunkt. Bewurzelungsraum, den habe ich, glaube ich, übersehen. Sorry, bin ich den übersprungen? Ja, da bin ich drüber. Entschuldigung. Raum für Bewurzelung wäre eigentlich der nächste Raum. Raum für Bewurzelung kann ein Miniraum sein. Man bewurzelt im Gartenbau auf CC-Wägen, die kennt ihr aus dem Baumarkt. Das sind die Rollwägen, die überall rumstehen. Ihr braucht da einen. Da ist ja Licht drauf, da stehen Zimmergewächshäuser drauf, könnt ihr genügend Stecklinge machen. Das kann ein 2x2 Meter große Abstellkammer fast sein, wo ihr die Bewurzelung macht. Ihr braucht ein bisschen Frischluft, du müsst das Klima halbwegs unter Kontrolle haben, aber das ist recht einfach, recht billig. Darum habe ich den Raum eingezogen und eben sehe ja wohl, dass ihr das Ganze ausgeht. Dann eben der Raum für die vegetative Phase und dann bin ich schon dabei, dass ich sage, jawohl, ich nehme jetzt nur noch einen 150 Quadratmeter großer Raum, spare mir durch das, nehme einen Trockenraum dazu, dass ich nicht im Blütenraum trocknen muss und dann bekomme ich eigentlich schon 4,9 Growth pro Jahr durch. Trockenraum rentiert sich und dann kann ich um das halt wieder alles auch kleiner bauen. Ja, wobei, also ein Trockenraum ist investitionstechnisch schon bei so einer Größe vermutlich zwischen 20.000 und 50.000. Also was ich mal definitiv sagen kann, unterschätzt das Trocknen nicht. Trocknen ist mindestens 50% eurer Ernte. Da könnt ihr so viel falsch und so viel richtig machen. Ist ja irre geiles Steuertool auch, um die Qualität zu beeinflussen. Und steuern heißt immer, man muss die Technik haben, die man regeln können muss, damit man dann steuern kann. So. Ganz am Schluss, glaube ich mal, muss kurz einmal vor, ja, ganz am Schluss habe ich jetzt gesagt, okay, jetzt haben wir aber immer noch das Problem gehabt, jawohl, der Raum wird bepflanzt, da haben viele Leute viel zu tun und beim Trimmen und Ernten haben viele Leute viel zu tun und beim Gärtner hat nur einer was zu tun.
Also sage ich, okay, dass das Ganze effizient wird, auch in der Mitmenschenauslastung. Jetzt bin ich da immer so heikel. Jetzt habe ich ja wieder schon reingegrätscht. Baue ich diese 150 Quadratmeter nicht als einen großen Raum, sondern ich baue mir 3x50 Quadratmeter Räume und wäre dann eigentlich sozusagen bei diesem Modell, das ich mal den perfekten Club nenne. Ich habe die oberen Räume von links, Blüteraum 1, 2 und 3 mit jeweils in dem Fall 48 Quadratmeter Nettofläche. Dazu ein 24 Quadratmeter Veggie-Raum. Das heißt, da kann ich die einen Blüteraum sozusagen halbieren, weil ich in der vegetativen Phase die doppelte Menge an Pflanzen auf den Quadratmeter stelle. Ich habe einen Mutterraum mit 18 Quadratmeter und dafür, um dann einen Blüteraum zu trocknen, das passiert ja dann alles zeitversetzt, brauche ich im Prinzip nur noch einen 36 Quadratmeter Trockenraum, vorausgesetzt ich trockne an der ganzen Pflanze und auf CC-Wägen. Ich brauche, das wäre meine Empfehlung, einen 25 Quadratmeter Trimraum, 2x2 Meter Stecklings- bzw. Bewurzelungsraum, Lagerraum, alles mit drin. So könnte euer perfekter Club prinzipiell aussehen. Das soll aber jetzt nicht heißen, dass das das einzig Wahre ist. Das ist ein Vorschlag. Viele, viele Wege führen nach Rom. Was ich euch mitgeben will, ist, bevor ihr jetzt sagt, jawohl, ich muss unbedingt die 150 Quadratmeter haben und macht das mit billigem Equipment, und da kommt vor allem die Klimaanlage massiv ins Spiel, empfehle ich euch, lasst lieber einen Raum weg, komplett, und macht das, was ihr macht, richtig und gut, weil wenn es das nicht ist, dann werdet ihr euch wirklich ärgern und sehr, sehr viel Geld verbraten. Das ist leider so. Warum das so ist, ich eben jetzt auch abschließen möchte, darauf eingehen. Es ist so, weil ihr mit Entfeuchtung zu kämpfen habt, ja? Okay. Eine Frage, stimmt. Ich habe eine Frage, genau. Erstmal vielen Dank für die Information. Meine Frage wäre jetzt, du hast gerade den perfekten Grow Room vorgestellt. Kostentechnisch, bei so vielen exakten Daten, was ist so die Kalkulation, von der du ausgehst, bei dem Vorhaben jetzt? Sowas, wie es da steht. Die große Variable ist eigentlich eure Klimaanlage. Wenn ich eine gescheite Klimatechnik nehme und jetzt kommt's und jetzt werden alle den Kopf schütteln und mir nicht glauben, die Klimatisierung eines solchen Raums, also 51 Quadratmeter, 70 bis 100.000 Euro. Nur die Klimatechnik mit Lüftung. Dann habt ihr ein perfektes System. Das soll nicht heißen, dass es nicht anders funktioniert, aber das wäre das perfekte System. Wenn ich so ein perfekter Club baue, wenn ich die Halle, in die ich reinbaue, wenn die passt, wenn mein Stromanschluss passt und alles andere passt, sage ich, musst du irgendwie, im besten Fall kommst du mit 600.000 Euro durch für sowas. Dann hast du die perfekte Lösung und dann gilt es, davon abzuspecken, je nach Budget, sage ich. Aber genau, also Klima, ich sage immer modernen Grow-Raum für heute, habe ich eine Klimaanlage. Die Klimaanlage hat eine Reheat-Funktion, das ist unglaublich wichtig, also die nützt ihre eigene Abwärme, um richtig zu entfeuchten und arbeiten zu können. Ich habe die Befeuchtung in der Klimaanlage installiert, ich habe die Umluft, alles. Also da ist ein Klimagerät, das macht dein Klima von bis aufs halbe Grad genau und perfekt. Da sind keine Lüfter mehr in dem Raum drin, da ist nichts. Das ist ein leerer Raum mit Tischen, Pflanzen und Licht. Und der Rest ist die Klimatechnik, die alles für dich erledigt. Das Mikro bitte. Wäre die Klimaanlage und die Lampe quasi schon reichen, um das, den VPD-Wert einzustellen? Ja, also die Klimaanlage regelt dein komplettes Klima. Also die kann heizen, die kann kühlen, die kann entfeuchten und die kann befeuchten. Das heißt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit ist erledigt und dann brauchst du eigentlich nur noch Licht und Nährstoffe. CO2 Danke. Könnte das Ding auch, das ist dann sicherheitstechnisch ein bisschen ein Fragezeichen. Es gibt prinzipiell, also wenn man mit CO2 arbeitet, muss man sich mal vorhalten, jawohl, da können Leute sterben daran. Damit Leute ohne Sicherheitsvorkehrungen nicht sterben, benötigt ihr pro Kilogramm Lagermenge CO2 mindestens 17 Kubikmeter
Raumvolumen, dann wäre das so, wenn das Kilogramm auf einen Schlag auskommt, kratzest du an der Grenze, aber es wird noch niemand sterben. Also es wird jemand, dem wird übel und der wird es nicht lustig finden, aber er stirbt nicht. Das Problem ist aber mit einem Kilogramm, also wir brauchen 17 Kubik pro Kilogramm, das ist so blöd, mein Grow-Raum muss das auch haben, weil es kann ja sein, dass mein CO2-Ventil klemmt zum Beispiel, dann kommt auch alles schlagartig rein und dann habe ich dasselbe Problem im Grow-Raum und dieses Verhältnis würde dann bedeuten, ich muss mit extrem kleinen Flaschen arbeiten und diese extrem kleinen Flaschen müsste ich dann alle paar Tage tauschen. Kann man machen oder nicht, alternativ dazu kann man Sicherheitstechnik investieren. Da ist man aber, ich sage mal gleich einmal, bei 15.000 bis 25.000 Euro nur für die Sicherheitstechnik bei CO2. Das ist da jetzt nicht mit reingerechnet. Okay. Ja, jetzt nochmal ganz, ganzheitlich gefragt. Also wenn wir 600.000 Euro für die Ausstattung für die perfekte Produktion angehen und dann nochmal die Sicherheitsausstattung von 25.000, von der du gerade geredet hast, dann wenn ich mit CO2 arbeite. Genau, und dann die 4 Mitarbeiter. Gibt es irgendwelche Kalkulationen, die quasi eine Endsumme nennen für Pi mal Daumen 500 Clubteilnehmer? Endsumme inklusive Betriebskosten? Mit allem. Ja, ich arbeite da gerade am Blog, das wirst du jetzt, ich sag mal, in den nächsten 2 Wochen bei uns auf der Webpage finden. Was dazu kommt, ist natürlich Grund und Boden, Miete oder sowieso. Ne? Also irgendwo muss das Ding ja drauf, drin oder wie auch immer stehen. Das andere, was du natürlich brauchst, ist die gesamte Planungs-, Genehmigungs- und sowieso Vorlauf, Gründungsphase und dann eben die Anmietphase, die Vorlaufphase zur Produktion bis zur ersten Abgabe. Das ist alles auch noch Teil des Kostenplans, was quasi in die Dinge reingeht, plus die weiteren Investitionsgüter und Büroausstattung, Mobilität, Sicherheit und Sonstiges, plus die laufenden Kosten für Verbrauchsmaterialien. Und dann seid ihr soweit. Und ja, das sind hohe Investitionskosten, das ist mir bewusst. Und wirklich, ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass das nicht unbedingt so sein muss. Das muss man halt wirklich individuell entscheiden, was erwarte ich von meiner Anlage, was erwarte ich von meinem Club. Ihr müsst aber euch auch bewusst sein, wenn wir von 8 Euro das Gramm ausgehen, dann setzt ihr 2,4 Millionen Euro im Jahr um. Diese 600.000, die eigentlich jetzt so richtig nach viel klingen, die sind eigentlich gar nicht so viel, weil eure Umsätze, sofern der Preis so bleibt, richtig geil sind. Und weil ihr, ja so sagt das Gesetz, prinzipiell ja fast schon Geld vernichten müsst, was ihr mit mal so ein Invest habt, ist, ihr habt eine zuverlässige Anlage, die langfristig funktioniert und die sehr niedrige Betriebskosten verursacht. Das ist der große Unterschied. Weniger Geld lässt sich's auch machen, aber muss ich eben mit Einschränkungen leben. Also Einschränkungen hieße, ne, also weniger Geld, wenn ich kurz sage, ne, man kann einfach dann weniger regeln. Man hat nicht immer den perfekten VPD-Wert, man hat höhere Schwankungen, Schwankungsbreiten bei Klimawerten wie eben Luftfeuchte und Temperatur und entsprechend geht halt mit der Kontrolle auch ein bisschen die Quantität runter. Ja, also da hätte ich auch ein Beispiel. Wir haben eigentlich über Jahre immer die Serious Happiness von Serious Seeds gegrowt. Am Anfang bei uns im alten Labor. Da hatte man das Klima so halbwegs im Griff, aber einfach nicht perfekt. Das ist halt, ich sag mal, plus minus ein Grad geschwankt. Die Luftfeuchtigkeit war halt so, wie sie war. Mit der musste man leben. Da war bei 800 Gramm auf den Quadratmeter immer Schluss. Wir konnten nie mehr ernten. Ende 2022 haben wir das Unternehmen umgezogen, hatten dann ein wirklich geiles High-End-Labor, was wir jetzt auch noch betreiben. Selbe Pflanze, selbe Licht, selbe Dünger, alles dasselbe, von 800 auf 1,2 Kilogramm. Also da ist richtig Potenzial auch drin in dieser ganzen Klimageschichte, wo du dann auch wieder sagst, okay, wenn ich so viel ernten kann, dann könnte ich ja vielleicht auch mit ein bisschen höheren Werten rechnen wie 500. Dann spare ich mir lieber einen kompletten Blüteraum raus, aber die, was ich baue, die baue ich richtig gut. Genau. Gut. Und eben als Ausblick und eben um diese ganzen Kosten zu rechtfertigen, also wie gesagt, die Klima ist euer Pain in the Ass und das ist sie aus folgendem Grund. Ich betrachte mal Open Loop, Closed Loop, Semi Loop.
Open Loop bedeutet klassischer Homegrow-Style. Ich sauge in meine Growbox oder in meinen Raum irgendwo Luft rein und ziehe das über einen Aktivkohlefilter wieder raus. Was für euch? Dann habe ich einen Closed Loop. Closed Loop bedeutet, ich habe eigentlich reinen Umluftbetrieb und Gase CO2 dazu, weil das ist die Pflanze, das braucht die Pflanze zum Leben. Und Semi-Loop ist das Ding dazwischen, wo ich sage, ich habe einen gewissen Umluftanteil plus ein gewisser Teil Frischluft. Wichtig zu sagen, der Closed Loop arbeitet in der Nachtphase immer als Semi-Loop, also der ist nicht 24 Stunden im Closed Loop. Ich muss das CO2, das die Pflanzen in der Nacht abgeben, auch wieder rausspülen. Gut, was ist aber jetzt das Problem an allen drei Systemen oder was wir uns bewusst werden müssen? Kurz, also Open Loop ist sehr wahrscheinlich ab einer gewissen Größe jetzt so, wie ihr es kennt oder ne, aus den illegalen Produktionen kennt, ihr gar nicht mehr möglich, weil es regulatorisch von Emissionsschutzgesetzen oder sowieso nicht mehr installiert werden darf. Ab 1000 Kubik irgendwie sowieso Leistung, wo man was rausbläst, muss es immer mit dem Wärmetauscher und sowieso versehen sein. Ja, also das genau. Ja. Und da komme ich jetzt dazu, ich rechne mal einfach, also ich versuche mathematisch mit einem sehr einfachen linearisierten Modell herzuleiten, wie viel Umluft oder Abluft ihr benötigt, also dieses, wie viel Mal muss sich die Luft im Raum umwälzen, um die Feuchtigkeit im Griff zu haben. Gut, ein Quadratmeter Pflanzfläche wird mit circa 10 Liter Wasser pro Tag gegossen, wenn das Ding in der Hochblüte ist, wenn ich ordentliche Lichtintensität fahre und so weiter. Davon werden während der Tagphase circa 9 Liter transpiriert. Ich habe 9 Liter Wasser, die in 12 Stunden sich in die Luft evaporieren. Das sind 0, pro Quadratmeter. Das sind 0,75 Liter Wasser oder Dünger pro Stunde pro Quadratmeter und das sind 0,0125 Liter Transpiration pro Minute pro Quadratmeter. Und ihr habt ja nicht nur einen Quadratmeter Grow-Raum. Das ist das Wasser, was euch im Prinzip in die Luft übergeht. Und jetzt denke ich mir, okay, ich hätte ein Open-Loop-System und in meiner perfekten Welt hat es draußen 50% Luftfeuchtigkeit das ganze Jahr. Und überlege mir, okay, wie viel Luft muss ich jetzt durch diesen Raum durchwaschen, damit ich im Grow-Raum auch meine 50% Luftfeuchtigkeit habe, bei 27 Grad, was eine gute Blütetemperatur wäre. Das heißt, also da redet man dann nicht von relativer Luftfeuchtigkeit, sondern von absoluter Luftfeuchtigkeit. Ich schaue an, wie viel Gramm Wasser ist in einem Kilogramm Luft enthalten. Bei 27 Grad, 50% relativer Luftfeuchte, reden wir von 11,3 Gramm Wasser pro Kilogramm Luft. Jetzt habe ich das, dass wir, was haben wir vorher gesagt? Diese 0,0125 Liter Wasser sind 12,5 Gramm Wasser pro Quadratmeter. Muss jetzt noch das Volumen reinbringen. Ich nehme an, mein Grow-Raum ist 3 Meter hoch. Dann kann ich sagen, ein Quadratmeter Grow-Fläche ist 3 Kubikmeter Grow-Volumen, nenne ich das mal. Diese 3 Kubikmeter haben eine Masse von 3,9 Kilogramm. Und somit kann ich dann zurückrechnen, kann sagen, okay, pro Minute kommen 3,2 Gramm pro Kilogramm Luft rein, damit ihr das in diesem schönen HX-Diagramm rechnen kann. Übrigens, den Rechner findet ihr auch online. Habt es da eingegeben, also 11,3, ich kann da keine Kommazahlen genau eingeben, habe 14 Gramm angenommen und meine Luftfeuchtigkeit steigt in der linearisierten Welt innerhalb von einer Minute, wenn die Pflanze richtig Gas gibt, von 50% auf 60% Luftfeuchte. Das bedeutet im Umkehrschluss, ich muss jede Minute, also innerhalb meiner Blütephase, muss ich das ganze scheiß Raumvolumen innerhalb einer Minute austauschen. Da kommt richtig viel Luft zusammen. Und das nur unter der Annahme, dass draußen auch die richtige Luft ist. Wie schaut es jetzt mit der Luftfeuchtigkeit aus? Ich würde sagen, wir haben deutlich mehr wie 50% Luftfeuchtigkeit. Das heißt, auch wenn ich im Open Loop arbeiten würde, wie ich das aus dem Home Grow kenne, ich habe meine Limits. Wenn es draußen 80% Luftfeuchtigkeit hat, dann ist das so.
Und wenn ich jetzt in meinen Grow-Raum einen fetten Entfeuchter reinstelle, der macht gar nichts, weil ich die ganze Luft innerhalb von einer Minute wieder rausziehen muss. Ist leider so. Wo war eine Frage, Dirk? War keine Frage? Nee, gut, das ergibt eben diese Luftwechselrate von 60 beim linearisierten Modell. Aus der Praxis wissen wir, im Idealfall geht es auch mitunter mit 30 mal Luftwechsel pro Stunde. Auf unserem 50 Quadratmeter Raum reden wir von 9000 Kubikmeter Luft, die ich dadurch bewegen muss, um die Feuchtigkeit halbwegs unter Kontrolle zu haben. Oder ich investiere eben in ein Semi-Loop oder Open-Loop-System, das dann aber enorme Entfeuchtungskapazitäten benötigt, um die Feuchtigkeit rauszuholen. Unser Pflanzenlabor bei uns, also ich habe das mal hergerechnet anhand unseres Labors. Wir haben ein Labor, das hat 80 Quadratmeter, das ist aber recht wenig bepflanzt, weil es ein Labor ist. Das hat 24 Quadratmeter Growfläche. Da entfeuchten wir pro Stunde 12 Liter Wasser raus. Um diese Entfeuchtungsleistung zu erreichen, brauchen wir 60 Kilowatt Kühlleistung, damit wir das Wasser überhaupt rausbringen. Und jetzt kommt's, und da trennt sich eben die billige Klimaanlage von der teuren Klimaanlage, wenn ich keine Reheat-Funktion habe. Was bedeutet Entfeuchten? Entfeuchten bedeutet, ich kühle die Luft unter den Taupunkt, das Wasser fällt aus, dann hat die zum Beispiel 4 Grad. Und dann muss ich die Luft wieder irgendwo warm machen, weil ich kann nicht mit 4 Grad kalter Luft auf die Pflanzen blasen. Dieses Warmmachen bei einer günstigen Klimalösung passiert elektrisch. Wir arbeiten zum Beispiel auch mit Weißtechnik zusammen, haben da Klimaanlage ausgearbeitet. Diese Klimaanlage hat für den Notfall ein elektrisches Nachheizsystem drin, das hat 30 Kilowatt. Und jetzt stellt euch mal vor, diese 30 Kilowatt rennen 24 Stunden. Da ist Licht und alle anderen Verbraucher komplett vernachlässigbar. Ihr verballert Strom ohne Ende für die Entfeuchtung, wenn ihr in eine günstige Klimaanlage investiert. Oder eben Alternative ist, ihr macht Rückschritte bzw. Einschränkungen und sagt, okay, ich kann auch mit 60% Luftfeuchtigkeit leben. Und was ich abschließend auch sagen muss, eben seid euch bewusst von diesem Luftfeuchtigkeitsproblem. Das ist das, was euch Investment kostet. Das ist das, wenn ihr das Problem nicht sauber angeht, was euch extreme Betriebskosten verursacht. Aber wir schauen zurück auf die letzten 20 Jahre. Keine Sau, auch die großen illegalen Grower, hatten nicht solche Klimageräte und es hat auch funktioniert. Das möchte ich auch nochmal betonen. Ja. Aber ihr braucht die Entscheidungsgrundlage und das ist das, was wir euch heute mitgeben möchten und jetzt vielleicht auch noch im Anschluss diskutieren. Ja. Ich gehe mit diesen Knaller-Scheißwerten, verabschiede ich mich und sage mal vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Dankeschön. Ja. Reheat. Reheat. Das heißt, oder? Also es gibt da mehrere Konzepte. Ich kann sagen, ich fahre einen Kaltwassersatz. Das wäre das allerbeste. Also bei uns im Betrieb, wir haben einen ganzen Betrieb. Unser Betriebsgebäude hat 3500 Quadratmeter und eben ein Pflanzenlabor mit 80 Quadratmeter. Wir haben eine PV-Anlage im Dach. Wir haben 0 Euro Stromrechnung in 90% vom Jahr. Geile Sache. Was machen wir? Wir haben einen Kaltwassersatz. Das heißt, ich habe einen Kältekompressor. Der macht kaltes Wasser. In dem Moment, wo der Kompressor läuft, produziert er als Abfallprodukt warmes Wasser. Das kann ich zwischenpuffern. Und dann habe ich im Prinzip 2 Wärmetauscher im Umluftbetrieb. Mit dem einen kühle ich runter zum Entfeuchten. Und mit dem warmen Wasser, das ich ja sozusagen for free bekomme, heize ich mir die Luft wieder so auf, wie es ist. Das wäre das Beste. Die schlechte Nachricht dabei ist ein Kaltwassersatz. Unter 200.000 Euro läuft da recht wenig. Beim Weißgerät oder bei anderen Geräten, die eine Reheat-Funktion haben, bedeutet das einfach, der hat 2 Kondensatoren, einer der steht draußen und einer ist im Gerät verbaut. Und das Gerät spielt sozusagen damit, wo es die Wärme hingibt, wenn der jetzt am Entfeuchten ist.
dann hat er diese Abwärme und nimmt gleich dieselbe Abwärme, um die Luft wieder aufzuheizen. Dem bin ich recht effizient unterwegs. Ich wollte fragen, mit meinem bisschen Mathe, das ich jetzt verstehe, habe ich gesehen, dass das Verhältnis von einem Quadratmeter Entlüftungsanlage zu jetzt 50 Quadratmeter ja gar nicht quasi potenziell steigt irgendwie, oder? Also wir haben jetzt zum Beispiel bei unserem Anbauraum für insgesamt 400 Quadratmeter ist eine 18.000 Kubikanlage verbaut. Wir müssen auch keine Filter verwenden, das wurde uns ausdrücklich gesagt, weil direkt daneben ist eine Kläranlage, also wir können den Duft nur verbessern. Und da wollte ich jetzt fragen, kann man damit schon was machen? Kann man das integrieren, diese bestehende Abluft, in so ein Modell, in so ein Klimakontrollmodell? Kann man zum Teil integrieren, oder? Und da sind wir eben genau beim Semi-Loop-System, oder? Wo ich sage, jawohl, ich nehme einen Teil Frischluft und das kann ich über mehrere Arten einbringen. Ich meine, das ist keine perfekte Lösung, aber man kann sagen, ich nütze dieses bestehende Abluftsystem und unterstütze das nochmal mit einer Klimaanlage, im Idealfall aber im Zuluftkanal. Es würde einen Umbau bedeuten, aber es geht auch anders, aber es wird halt nicht so cool und super gut. Cool. Nächste Frage. Ich habe eine Frage, vielleicht auch zwei. Erstmal, bei wie vielen Tagen Vegi-Phase sind die 1,3 Kilogramm pro Quadratmeter entstanden und wie viele Pflanzen hattet ihr dafür pro Quadratmeter, wäre die erste. In dem Fall waren es, also wir haben das mit mehreren Strains schon gemacht, auch mit Stecklingen und auch mit Samen, waren vegetative Phase, die zählen wir vom ersten gezackten Blatt an. Vom ersten gezackten Blatt bis in die Blüte 14 bis 21 Tage, je nach Strain und je nach Steckling oder Sämling. Vier Pflanzen beim Sämling waren es, bei der Serious Happiness zum Beispiel. Und bei Stecklingen haben wir mit 9 Pflanzen auf dem Quadratmeter mehr oder weniger dasselbe erreicht. Ja, krass. Und da hattet ihr dann ein Closed-Loop-System mit? Ja, Closed-Loop-System ohne, also Closed-Loop-System bedeutet natürlich immer, ich muss CO2 begasen, aber wir haben mit 500 ppm CO2 gearbeitet. Du findest auch bei uns im Blog im Prinzip den kompletten Grow-Report von Tag 1 bis zur Ernte zum Nachlesen. Ah, mega, mega. Und dann noch die letzte Frage, ab welcher Größe würdet ihr ein Reheat empfehlen? Prinzipiell fast immer. Wie gesagt, Budgetfrage, aber es rechnet sich halt verdammt schnell zurück. Wie gesagt, wir haben jetzt das Thema mit Weiß, was wir angegangen sind. Da haben wir eine Anlage, wo ich sage, jawohl, die ist gemacht für Investoren. Ich habe ein sehr hohes Anfangsinvest, aber habe dafür ein mega geiles Teil. Es gibt das Ganze aber auch von anderen Herstellern in günstiger. Ich kann aber noch nicht sagen, wie gut das funktioniert, aber die haben nochmal auch ein Reheat. Ich bekomme jetzt die Anlage Mitte Juli rein. Das heißt, wenn du uns Anfang August nochmal anschreibst, dann kann ich zumindest mal sagen, jawohl, es gibt eine Anlage, die haben wir mal kurz zumindest getestet und die hat gemacht, was sie soll, die vielleicht einen Bruchteil davon kostet. Mega. Also ich finde, euer Anlagendesign macht auf jeden Fall viel Sinn. Genauso plane ich eigentlich auch. Cool. Cool. Danke. Oh? Noch Fragen? Hallo? Ja, genau. Eine Frage. Oh, Entschuldigung. Okay, alles Hallo. Klar. Eine Frage zum... Nee, warte mal kurz. Ich glaube, da hinten dann da einfach vor dir dran. Also da hinten hat er auch schon eine Frage, das heißt, ja, genau. So. Okay, ja, hallo. Ich sehe, ihr seid schon offensichtlich Experten und ihr kennt euch richtig gut aus mit Grohräumen und allem. Und das ist ja jetzt ein optimaler Aufbau. Aber man muss ja auch noch irgendwie den Faktor bedenken, dass es auch noch Menschen gibt, die das Ganze irgendwie dann optimal anwenden müssen. Und darüber habt ihr jetzt gar nicht gesprochen. Haben wir nicht, weil es hätte die Zeit gesprengt, aber das ist ein Riesenfaktor. Also genau, ich mich am Arsch. Ich habe es ganz am anderen Mal so ein bisschen gesagt, jawohl, ich fühle mich ab und zu wie im Kindergarten. Ich garantiere es dir. Entweder hast du einen Überlaufschutz, wenn du deinen Bewässerungstank befüllst, und sonst hast du garantiert im ersten halben Jahr eine fette Überschwemmung im Haus. Ist so. Alles, also eben, wir haben
Ich kann da wirklich aus der Praxis reden. Die fühlen, wir haben da 4 Tanks mit 250 Liter. Der hat einen Wasserhahn, dreht es auf und dann rinnt es da mal eine Viertelstunde rein. Ja, was macht er in der Viertelstunde? Also bei mir, sie dürfen keine Joints drehen und rauchen während der Arbeitszeit. Wir sind ja auch in Österreich, da darf man das sowieso nicht. Aber eben, der macht was anderes. Ja, und irgendwann vergisst er es, das passiert und dann geht der Tank über. Ja, und es gibt ja jetzt relativ viel Jobs dann auch und Angebote und es werden auch müssen Positionen gefüllt werden für Leute, die solche Farmen irgendwie runnen und das einfach machen. Und aber es gibt, glaube ich, nicht so viel ausgebildetes und qualifiziertes Personal jetzt auch im Moment, die wirklich auch die Erfahrungen haben, dann solche großen Operations auch wirklich dann mit 4 Mitarbeitern zu führen. Da ist ja, ja dann auch wirklich wenig irgendwie Marge für Fehler oder sowas, oder? Ja, generell ja, aber darum rechnen wir zum Beispiel nur mit diesen 500 Gramm, um den Spielraum da reinzubringen. Zweitens sehen wir uns als Hersteller von Leuchten und als Anbieter von Anlagen da auch in der Pflicht zu supporten, weil für mich gibt es nichts Schlimmeres, wie wenn deine Anlage oder dein Club in Arsch geht. Und das sage ich jetzt mal ganz ehrlich, oder? Wieso mache ich das? Bei uns kostet Beratung eigentlich maximal 500 Euro. Da nehmen wir uns 8 Stunden Zeit, um mit dir hinzusetzen und zu reden. Oder wenn wir nachher einen Kaffee trinken, dann kommst du zu mir und ich mach's for free. Wieso mache ich das? Wenn du pleite gehst oder halt dein Club nicht funktioniert, dann landen meine Leuchten, vorausgesetzt, du hast sie bei mir gekauft, im Gebrauchtmarkt. Und dann verkaufe ich keine neuen Leuchten mehr. Also ja, ich bin auf der einen Seite vielleicht ein bisschen ein lieber Mensch, aber am Ende des Tages habe ich wirtschaftliche Interessen daran und darum will ich, dass deine Anlage funktioniert und darum unterstützen wir von Sunlight euch gern bei der Beratung für den Aufbau. Wir sind neutral. Mir ist es wurscht, welche Klimaanlage du verbaust. Ich verdiene da nicht wirklich was dran. Aber mir ist es nicht wurscht, ob dein Club pleite geht oder nicht. Und der andere Ansatz ist vielleicht... Ja, ja. Nur weil hier die Traumversion steht von Anfang an, heißt es ja nicht, dass ihr sie so von Anfang an bauen müsst, sondern ihr könnt ja, was Martin auch schon meinte, reinwachsen. Ne? Und das denke ich eben auch. Also es, so ein Ding muss man wirklich bedienen lernen und fahren lernen, wie ein Sportwagen, der mehr als ein paar PS hat. Und das muss man vielleicht eben auch nicht von 0 auf 100 machen. Ne? Und deswegen auch da mein Anraten eben nicht, selbst wenn die Kapazität von dem Finanziellen her da ist, gibt es in der Schweiz auch genug, die hatten die Kohle, die sind trotzdem Vollgas gegen die Wand gefahren. Das ist es nicht alleine. Eben, lasst euch Zeit, baut das Team auf. Das ist genau das, was du sagst. Ihr könnt das Team nicht herzaubern. Ihr müsst klein anfangen. Oder ihr müsst zumindest so anfangen, dass ihr Fehler verkraften könnt, dass ihr lernen könnt aus euren Fehlern. Ihr werdet die Fehler machen. Wenn ihr was macht, macht ihr Fehler. Also ich habe es bis jetzt immer so gemacht. Nur wenn man jeden Fehler 2-mal, 3-mal macht, dann wird es blöd. Jeden Fehler 1-mal machen, daraus lernen und besser werden. Das ist gut. Und das müsst ihr euch gönnen. Ne? Und wenn man nachher so ein Ding hochfährt, wo man vom Finanzplan her so eng ist, dass man weiß, hey, die erste Ernte muss was sein und die zweite und dritte auch, dann ist es vielleicht nicht so gut. Dann nimmt man vielleicht ein bisschen raus aus der Investition und hält sich mehr Cashflow da, um einfach ein bisschen mehr Liquidität zu haben und den ersten Fehler auch selber überleben zu können. Super, danke. Also definitiv, ich möchte mich da auch um Dirk anschließen. Ihr müsst euch die Frage stellen, muss ich vom ersten Tag an 500 Mitglieder haben? Brauche ich das? Aus meiner Sicht nicht. Ich kann das Ding, ich kann mir 3 Zelte, bös gesagt, in den Keller stellen, sofern das genehmigungstechnisch funktioniert, ich weiß es nicht. Und dann mache ich einen Club mit 30 Mitgliedern und der wird gut Geld einnehmen. Ich habe nur 30 Leute, vor denen ich mich rechtfertigen muss und dann habe ich ein bisschen ein Budget verdient und dann nehme ich nochmal 30 Mitglieder dazu und baue mir da vielleicht den ersten richtigen Blüteraum. Aber denkt das so mit, oder? Also dieses zack, bäm, ich starte mit 500 Mitgliedern. Wie gesagt, ich habe mein Unternehmen alleine gegründet und habe jetzt 40 Mitarbeiter und sehe schon, was das für Verantwortung und Arbeit ist. Und ich will mir gar nicht vorstellen, wie komplex das es sein wird, einen Club mit 500 Mitgliedern gar nicht nur zu begrowen, sondern auch das ganze Ding rundum. Und ich finde es absolut legitim und vielleicht auch richtig, klein zu starten und organisch hoch zu skalieren. Macht mitunter genauso Spaß, wenn vielleicht nicht mehr, mit viel, viel weniger Risiko. Und am Ende, nach einer gewissen Zeit, kann man trotzdem an dasselbe Ziel kommen. Ja. Ja, vergesst nicht, die Genehmigung ist die erste Hürde, die ihr wirklich nehmen müsst. Und auch die ist schon mal eine ganz schöne Hürde. Und erst wenn ihr die genommen habt, könnt ihr auch weitermachen. Oder ihr investiert halt ins Blaue hinein und wisst gar nicht, ob ihr die Genehmigung kriegt. Also es ist halt alles so ein
Ja, es ist ein Marathonlaufen, kein Sprint. Und darauf müsst ihr euch vorbereiten. Ja, dann war es das, wa? Oder doch? Okay. Ja, nein, eine kleine Frage aus dem Publikum zum letzten Mal, danke. Wie konnte ich dich vergessen? Eine Frage zum Substrat. Qualität, Quantität, Zuverlässigkeit, Möglichkeit, das Ganze 3 Jahre später zu wiederholen in exakt der gleichen Qualität. Alle reden heute von Living Soil, ist ein gehyptes Thema. Also ich persönlich als Anhänger reversives hydroponisches auf Blähton bin da anderer Meinung. Wie ist euer Standpunkt? Wie garantiert ihr, was ist für euch der modernste Substrat, der tollste Substrat, den ihr auch verwendet? Also das ist vielleicht gar nicht die Frage, die ich beantworten will, weil was das modernste und tollste Substrat ist, darum geht es nicht. Was ist das? Wieder, wollt ihr eine Forschungs- und Entwicklungsfirma aufmachen oder wollt ihr eine Produktion aufbauen? Wenn ihr nicht forschen wollt, dann nehmt das, was erforscht ist und nehmt das, was Standards hat. Und das ist leider Gottes, ich selber grow auf Living Soil. Und ich darf es auch noch sagen, geil. Aber ich würde es keinem meiner Gründungsvereine jetzt empfehlen, weil es einfach noch nicht so weit ist. Ich weiß, es gibt auch Leute, die sich da richtig reinfuchsen und die das auch schon realisiert haben in kommerziellen Wegen. Meine persönliche Meinung, die ich den Leuten sage, ist nein, ein inertes Medium mit einem mineralischen Dünger ist einfach die bessere Wahl. Wenn ihr dann etabliert seid und sagt, oh, wir wollen uns weiterentwickeln, wieder was ich vorher meinte, dann macht doch Forschung, das ist geil. Aber baut nicht eure Firma auf Forschung auf, das, außer ihr seid ein Forschungsunternehmen und kriegt die Kohle woanders her. Weil dann gibt es ja euch keiner, weil ihr nichts habt zum Abgeben. Ihr forscht ja. Meine Meinung dazu, wir haben schon sehr, sehr viel ausprobiert, vor allem in der Anlage in der Schweiz. Ich muss sagen, Richtung Living Soil, oder wir haben eigentlich nur organische Erde dann verwendet, also richtige Bioerde vom Haufen sozusagen, der da vor sich hin gärt und gammelt, dass er auch heiß genug wird, dass dann keine Viecher drin sind. Geschmack und Qualität waren da am besten, muss ich einfach so sagen. Living Soil, ich bin eigentlich kein Freund davon, aber ich höre es immer mehr, dass die Leute super, super Sachen machen. Was ich sehe, Living Soil, alles, was ich bis jetzt gesehen habe, ist, dem Living Soil Zeug, dem geht in 3-4 Wochen vor der Ernte einfach die Puste aus. Die Pflanze mangelt, die bekommt Stress. Und was ich mal einfach so in den Raum stellen möchte, ist die Frage, okay, ich weiß, wenn ich die Pflanzen in den letzten 2 Wochen stresse, bekomme ich auch die Qualität hoch. Die Frage ist, warum ist die Living Soil Qualität definitiv besser? Ich weiß es nicht, ich kann sie nicht beantworten, ich weiß nur, dass sie besser ist. Aber es könnte sein, dass es einfach nur Stressfaktoren sind, weil sie die letzten Wochen sozusagen unterdüngt ist. Aber ich wünsche mal viel Spaß, das rauszufinden.